begrüße Sie recht herzlich zu der Veranstaltung Zu Recht, feministische Forderungen für das 21. Jahrhundert. Mein Name ist Henning von Bargen. Ich leite zusammen mit Ines Kappert das Gunda-Werner-Institut hier in der Heinrich-Böll-Stiftung und wir veranstalten ja zusammen mit dem Missy Magazine dieses Event, dieses Dare the Impossible. Neben mir steht Simone Habel, die diese Veranstaltung hier maßgeblich mit konzipiert hat und wir beide machen die kleine Einleitung jetzt hier. Diese Veranstaltung, wie gesagt, ist Teil dieses Events Dare the Impossible, wage das Unmögliche, das 21. Jahrhundert feministisch gestalten. Wir haben gestern Abend in der Einführungsveranstaltung schon so erste Schritte gemacht, zu überlegen, was sind eigentlich die Visionen dafür. Und ich möchte jetzt kurz nochmal Ihnen, die Sie vielleicht nicht da waren, erläutern, worum es uns bei der Gesamtveranstaltung geht. Die Veranstaltungsreihe soll die Vielfalt feministischer Forderungen sichtbar machen. Feministische Ideen und Kritik werden in der öffentlichen Wahrnehmung, vielleicht auch von Ihnen, vielfach auf sehr wenige Themen reduziert. Und Sie haben das vielleicht bemerkt. Feminismus heißt dann oft nur Quote oder Vereinbarkeit. Aber Feminismus ist für uns nicht einfach nur ein Thema, sondern eine Perspektive. Feminismus oder besser Feminismen bedeuten aus unserer Perspektive Kritik am gesellschaftlichen System, an Ungerechtigkeit, an Diskriminierung und auch Ausgrenzung. Feminismen enden aber nicht bei der Kritik. Das wird Feminismus oft vorgeworfen, er würde ja nur kritisieren, sondern Feminismen zeigen gesellschaftliche Alternativen auf und formulieren eben auch Forderungen. Und die stehen auch für uns bei diesem Event im Vordergrund. Dare the Impossible heißt für uns seit gestern 4 Tage Podien, Vorträge, Workshops, Filmvorführungen, auch Konzert. Und wir möchten, oder auch Buchvorstellung, und in diesem Kontext rund um verschiedene feministische Forderungen wollen wir Ideen auch sammeln und ja, sichtbar machen fürs 21. Jahrhundert. Es geht dabei um aktuell viel diskutierte Themen. Wir können nicht alle Themen, die gerade wichtig sind, aufgreifen, aber einige doch. Und das sind Themen wie die Situation von Geflüchteten oder besser sagen von Vertriebenen oder die Krise in Griechenland. Es geht um neue feministische Herausforderungen, wie zum Beispiel Netzpolitik oder auch alte Forderungen wie das Recht auf Abtreibung. Es geht um internationale Themen wie den Krieg in Syrien und die globale Bioökonomie oder um nationale Themen wie die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland. Sie sehen also, es ist eine große Vielfalt von Themen, die hier feministisch bearbeitet werden in diesen 4 Tagen und die benannt und diskutiert werden. Dazu haben wir VeranstalterInnen, verschiedene KooperationspartnerInnen gewonnen und wie für diese Veranstaltung den Deutschen Juristinnenbund. Und die haben uns jeweils zu den Themen beraten. Sie arbeiten ja intensiv dazu und uns mit ihrer Expertise unterstützt. Und an dieser Stelle schon mal herzlichen Dank auch dafür. Ja, in der Veranstaltung jetzt geht es um feministische Forderungen im Themenfeld Recht. Die Veranstaltung Zu Recht, feministische Forderungen für das 21. Jahrhundert, steht ja am Anfang der Veranstaltungsreihe und soll so einen Überblick geben über aktuelle Forderungen in Bezug auf in Deutschland geltendes Recht. Dafür wird es 3 Inputs geben hinsichtlich 3 aktueller und zentraler Themengebiete, nämlich Care-Arbeit, dritte Option und Asylrecht. Und dadurch werden wir Lücken im Recht und Änderungsbedarfe aus feministischen Perspektiven diskutieren. Dabei steht im Zentrum, inwieweit auch im heutigen Recht das Subjekt cis-männlich, weiß und heterosexuell ist. Und das werden wir eben anhand dieser 3 Themenbereiche erarbeiten und Gegenvorschläge diskutieren. Danken möchten wir an dieser Stelle jetzt noch allen, die am Zustandekommen dieser Veranstaltung mitgewirkt haben. Also es sind wirklich sehr viele, deswegen ist es schwer, die jetzt alle einzeln zu benennen, aber ich werde jetzt noch einzelne spezifisch hervorheben.
Das sind zuerst mal die KollegInnen des Tagungsbüros, die mit sehr viel Engagement dafür sorgen, dass die Veranstaltung hier so entspannt und in guter Atmosphäre stattfinden kann. Also vielen lieben Dank an das Tagungsbüro. Dann vielen, vielen Dank an Christine Weiß vom GDI für ihre ganze Arbeit im Hintergrund und ihr großes Engagement. Herzlichen Dank auch an unsere Podiumsgäste, die gleich nochmal einzeln vorgestellt werden. Und einen ganz, ganz herzlichen Dank an unsere Kooperationspartnerin, den Deutschen Juristinnenbund und hier ganz besonders Frau Gimbal, die Geschäftsführung, die an Konzept, Akquise und Kommunikation mit den ReferentInnen, also die gesamte Vorbereitung dieses Panels, die daran sehr intensiv beteiligt war. Auch vielen Dank an Frau Rodi, hier die Moderation, die genau auch tatkräftig im Vorfeld an die Veranstaltung unterstützt hat. Und nicht vergessen möchte ich mich bei Simone Habel zu bedanken, die auch, wie gerade schon gesagt, ganz intensiv in der Vorbereitung und am Konzept beteiligt war und als freie Mitarbeiterin des Gunda-Werner-Instituts uns da kräftig unterstützt hat. Vielen Dank. Zum Schluss noch ein paar organisatorische Hinweise. Im Rahmen dieser Veranstaltung oder überhaupt aller Veranstaltungen in diesen Tagen werden Foto-, Ton- und Filmaufnahmen gemacht, zum Teil von Rundfunksendern, sowie auch für Veröffentlichungen bei uns auf der Website. Und damit Sie sich darauf einstellen können, weil sie eventuell dann auch mal online erscheinen. Auf Ihren Stühlen, das ist auch nochmal wichtig, oder auch am Ausgang des Saales haben Sie Auswertungsfragebögen gefunden, hoffentlich. Doch, ich glaube, ich sehe sie. Die möchten wir bitten, Sie am Ende der Veranstaltung auszufüllen und in die da hinten stehende Pappbox oder unten am Infodesk in die Box zu schmeißen. Es ist uns wichtig, doch auch Rückmeldungen zu kriegen, wie Sie die Veranstaltung gefunden haben, was Sie da vielleicht auch an Lob, Kritik, Verbesserungsvorschlägen haben. Da sind wir sehr daran interessiert. Wenn Sie Fragen organisatorischer Art haben, weil Sie auch mehrere Veranstaltungen hier besuchen und da irgendwas unklar ist, unten am Infodesk sind die KollegInnen des Gunda-Werner-Instituts und beraten Sie da gerne oder auch die KollegInnen vom Tagungsbüro. Ich übergebe jetzt gleich an Frau Dr. Rodi, die die Veranstaltung moderiert und werde sie aber vorher noch kurz vorstellen. Dr. Katja Rodi studierte in Göttingen und München Rechtswissenschaften und promovierte 1998 in Rostock. Heute lehrt sie an der Universität Greifswald. 2005 bis 2013 war sie Vorsitzende der Kommission Öffentliches Recht, Völker- und Europarecht des Deutschen Juristinnenbundes. Und in dieser Funktion hat sie 2009 auch den Bundeskongress des Verbandes mit dem Titel Integration durch Recht, Frauen mit Migrationshintergrund zwischen Teilhabe und Ausgrenzung vorbereitet und geleitet. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind und hiermit übergebe ich Ihnen das Wort. Ja, guten Morgen. Wie gerade angekündigt, werde ich Sie die nächsten 2,5 Stunden durch diese Veranstaltung führen. Zunächst einmal möchte ich Sie aber als Vertreterin des Deutschen Juristinnenbundes auch noch mal ganz herzlich begrüßen. Unser Verband hat diese Veranstaltung heute Morgen zusammen mit der Heinrich-Böll-Stiftung organisiert. Um eine solche öffentliche Diskussion von aktuellen und rechts- und sozialpolitischen Fragestellungen, wie wir sie gleich gemeinsam führen wollen, so etwas entspricht genau unserem Verbandszweck. Denn anders als man vielleicht annehmen könnte, sind wir kein reiner und sind eigentlich gar kein Berufsverband, der dafür sorgt, dass unsere Mitglieder möglichst gut Karriere machen, sondern wir wollen Einfluss nehmen auf die Rechtswirklichkeit, um gleichstellungspolitische Forderungen durchzusetzen. Wir äußern uns öffentlich in Gesetzgebungsvorhaben zu nötigen rechtlichen Reformen. Wir nehmen Stellung zu wichtigen gerichtlichen Verfahren. Neben den Äußerungen im politischen Tagesgeschäft greifen wir auch davon unabhängige Themen auf und setzen uns damit konzeptionell auseinander. Mit dem heutigen Panel wollen wir den Fokus auf momentane feministische Forderungen an das Recht legen. Diese Thematik an den Anfang dieser Tagung zu stellen, eine Tagung, die sich mit der feministischen Gestaltung des 21. Jahrhunderts beschäftigt, halte ich für eine sehr gute Entscheidung.
Recht ist ein entscheidendes gesellschaftliches Steuerungsinstrument. Die Rechtsordnung und ihre Anwendung bilden gesellschaftliche Entwicklungen ab. So formt Recht die Geschlechterrollen mit. Aber sie verstärkt leider auch oft Gesellschaft oder Geschlechterstereotype. Und diese gesellschaftliche Steuerung durch die Rechtsordnung geschieht oft verzögert. Das heißt, sie hinkt gewissermaßen der gesellschaftlichen Entwicklung hinterher. Und immer mal wieder lässt sich auch feststellen, dass Recht wie so ein Hemmschuh wirkt. So basiert unser Recht etwa nach wie vor auf der Idee zweigeschlechtlicher Heterosexualität. Aber diesen nachhinkenden und diesem Hemmschuh-Effekt wollen wir mit unserer Veranstaltung heute Morgen etwas entgegenwirken. Vielleicht schaffen wir es, mit den Forderungen, die wir gleich entwickeln werden, gemeinsam entscheidende Impulse zu setzen. Lassen Sie uns diese Steuerungsmöglichkeit des Rechts nutzen und Einfluss nehmen auf die Rechtsordnung. Um dies zu tun und uns dabei zu unterstützen, haben wir drei Expertinnen gewinnen können, die sich schon lange auf dem Feld der feministischen Rechtswissenschaften tummeln. Sie werden heute drei Inputs zu sehr aktuellen Themen in der Gleichstellungspolitik geben, um uns für die Erarbeitung dieser feministischen Forderungen an das Recht ein Gerüst zu liefern, um uns für unsere Diskussion wichtige Denkanstöße zu geben. Dies sind die drei unten sitzenden Expertinnen, Frau Maria Versich, Frau Joanna Remus, Frau Nora Markert. Ich werde die drei gleich etwas genauer vorstellen, wenn Sie mit Ihrem Input beginnen. Zunächst aber noch ein ganz paar wenige Worte organisatorischer Art. Wir waren von der Anzahl der Anmeldungen so überwältigt, dass wir uns zu einer kleinen Umstrukturierung des Vormittags entschlossen haben. Statt Pausen, das würde einfach zu lange dauern, nach jedem Input, in dem Sie auch rausgehen können, möchten wir Sie bitten, nach jedem Referat jeweils sitzen zu bleiben, sich Ihren Nachbarinnen zuzuwenden und sich über das eben Vorgetragene auszutauschen, in sogenannten kleinen Murmelgruppen. Sprechen Sie darüber, wie Sie diese Forderungen, die gerade vorgetragen wurden oder überhaupt den Vortrag insgesamt wahrgenommen haben, was für Sie zentral war, aber auch, wo Sie eventuell Widersprüche und Schwierigkeiten sehen und auch, was Sie vielleicht ergänzen möchten. Den wesentlichen Inhalt dieser Gespräche sollen Sie dann im Anschluss an diese etwa 5 Minuten dauernden Murmelgespräche in die Runde tragen. Wir wollen zusammen mit den drei Referentinnen, aber auch wirklich gemeinsam diskutieren. Unser Ziel ist es, dann am Schluss zu gemeinsamen Forderungen zu kommen, die zu erarbeiten und die auszuformulieren. Ich bin gespannt auf die Ausführungen unserer Referentinnen. Ebenso gespannt bin ich auf Ihre Reaktion und dann auf die Ergebnisse am Ende unserer Diskussion. Lassen Sie uns beginnen. Das erste Input wird uns Maria Versich geben. Frau Professor Versich ist Juristin, wie alle drei hier, und Politikwissenschaftlerin und sie unterrichtet seit diesem Jahr an der Fachhochschule in Dortmund Sozialrecht. Ihre Forschung und ihre Veröffentlichungen sind sozial- und geschlechterpolitischen Themen im Sozialsteuer- und Familienrecht gewidmet. Außerdem ist Frau Versich sehr aktives mit dem Deutschen Juristinnenbund. Dort leitet sie seit 2 Jahren die Kommission Recht der sozialen Sicherung und Familienlastenausgleich. All dieses Engagement führt fast zwangsläufig zu ihrem heutigen Thema. Sie wird uns ein paar Ideen vorschlagen oder vortragen zu gesellschaftlicher Organisation von Care. Maria, ich übergebe dir das Wort. Ja, vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut, hier auf dieser großen feministischen Sause überhaupt sprechen zu dürfen, die seit Monaten in meinem Kalender steht. Das ist ganz toll.
Ja, das Überthema des heutigen Panels lautet ja so ein bisschen unausgesprochen: Was ist das Rechtssubjekt, von dem das Recht ausgeht? Was ist das Normalmodell, was quasi so unausgesprochen im Hintergrund steht? In der Vorbereitung des Panels hat mir Frau Habel die Frage gestellt: Warum ist es eigentlich so, dass immer mehr Sorgearbeit und Care quasi an Migrantinnen delegiert wird, in die Unsichtbarkeit im Privathaushalt zu prekären Bedingungen? Und ja, die Antwort ist eigentlich ziemlich simpel. Da steckt System dahinter. Ne? Wie man das ändern kann, das ist natürlich eine kompliziertere Frage. Meine kurzen Ausführungen heute möchte ich auf drei Aspekte eben auch beschränken. Zunächst mal, was ist Care? Ich weiß, dass ich da Eulen nach Athen trage, das kann ich, glaube ich, kurz machen. Dann möchte ich einiges erzählen über die rechtlichen Leitbilder, also wie in unserem Sozialstaatsmodell Care auftaucht und einige Hintergründe der heutigen Care-Krise, was auch schon so die feministische Analyse des Ganzen ist, beleuchten und dann zu ein paar Forderungen kommen. Aber keine Angst, die werden nicht besonders juristisch. Ich weiß, Sie haben das Sozialgesetzbuch alle nicht mit. Und ich glaube, das brauchen wir auch nicht für die Diskussion dieses Themas. Ja, was ist Care? Sorge um und für andere, Sorge für und um sich selbst. Care kann bezahlt passieren oder unbezahlt. Sie kann öffentlich organisiert werden, diese Arbeit. Sie kann privat passieren, unbezahlt, im Privathaushalt. Kinder, das wissen wir alle, es sind ja auch ein paar Kinder heute erfreulicherweise anwesend. Die brauchen mehr als Geld, um sich gut zu entwickeln. Sie brauchen Zeit, Zuwendung, Liebe. Pflegebedürftige Menschen benötigen Unterstützung. Pflege ist zum Teil sehr anstrengend und auch sehr zeitaufwendig. Ja, und trotzdem, obwohl diese Tätigkeiten ja so wichtig sind für die Gesellschaft und für die Menschen, ist seit der Industrialisierung der Produktionscharakter dieser Tätigkeiten irgendwie verloren gegangen. Man spricht ja auch von Reproduktionsarbeit. Sie kennen sicherlich alle diesen Spruch des Volkswirtschaftlers Friedrich List: Wer Schweine erzieht, ist ein produktives, wer Menschen erzieht, ein unproduktives Mitglied dieser Gesellschaft. Und ich finde, dieser Spruch bringt sehr schön die Absurdität dieses Denkens auf den Punkt, ne, dass also ohne Care unsere Gesellschaft nicht funktionieren würde, aber sie wird irgendwie immer so aus dem wirtschaftlichen Denken entfernt. Zwei Fragen sind aus meiner Sicht zentral für den gesellschaftlichen Umgang mit Care. Das ist einmal, wer trägt die Kosten? Und das zweite ist, wer erledigt die Arbeit? Care im Recht kann ganz unterschiedlich auftauchen und reguliert werden. Denkbar sind zum Beispiel Rechtsansprüche auf Care. Denken Sie an den großen Kampf um den Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz. Wie viele Stunden hat man den? Ab welchem Jahr hat man den? Und so weiter. Es ist nicht selbstverständlich, dass es den jetzt gibt ab der Vollendung des ersten Lebensjahres. Care ist auch Erwerbsarbeit. Sie ist aber auch eine unbezahlte Leistung. Und sie taucht auch interessanterweise sehr häufig auf als Mischform zwischen Erwerbsarbeit und unbezahlter Arbeit. Zum Beispiel die Tagespflege, die öffentlich geförderte Tagespflege, wird massiv gefördert, also quasi um die Nachfrage nach Kinderbetreuungsplätzen, nach öffentlichen zu bedienen. Die Menschen, die aber tätig sind in der Tagespflege, können nicht besonders gut von dieser Arbeit leben. Das ist quasi so ein Zwischending zwischen Ehrenamt und Erwerbstätigkeit. Dann gibt es auch Care in einer Grauzone, irreguläre Beschäftigungsverhältnisse. Und es ist natürlich auch ein transnationales Phänomen. Wer sich mit Pflegepolitik beschäftigt, weiß das. Es gibt zum Beispiel die Live-in-Pflegekräfte im Privathaushalt, die da zum Teil auf ganz unterschiedlichen Rechtsgrundlagen arbeiten, zum Beispiel 24-Stunden-Pflege, 6 Wochen am Stück, und dann fahren sie wieder in ihr Heimatland, um auch mal wieder ihre eigene Familie zu sehen. Sehr prekär, sehr problematisch. Warum ist das so? Ich denke, ein Grund ist, dass es eine Absicherungslücke gibt im Sozialstaatsmodell, die dann einen Markt erzeugt für solche Pflegearrangements. Ja, was sehen wir hier? Hier sehen wir aus meiner Sicht ein bisschen den Kern oder
naja, nicht den Kern des Problems, aber einen Hintergrund des Problems. Die klassische bürgerliche Familie, die Pate steht immer noch für sehr viele Anschauungen zu Care, die wir heute noch im Recht und in der Gesellschaft vorfinden. So dieses Rechtsmodell, was nach der Industrialisierung dann Einzug hielt, auch, ne, Sie kennen das bürgerliche Gesetzbuch und so weiter. Und das hatte auch sehr viel, also da ist auch ganz viel passiert mit den Geschlechterverhältnissen und der Anschauung dieser Arbeit. Care ist demnach seit dieser Neuordnung der Gesellschaft durch die Industrialisierung weiblich, die natürliche Aufgabe von Frauen. Und was natürlich ist, das muss ja nicht ganz so gut bezahlt werden wie was anderes, ne? Sie ist unsichtbar im Privaten und unterfinanziert und semi-professionalisiert im öffentlichen Bereich. Und ein ganz klassisches Modell, wie Care, also im bundesdeutschen Sozialstaat, finanziert wird, ist über die Ehe. Ne, das ist das Modell. Es gibt ein Normalarbeitsverhältnis, jemand verdient die Kohle und dann gibt es noch jemanden und sie macht die Arbeit. Und ich finde, dieses Modell ist noch nicht verschwunden aus dem Recht. Und wenn man jetzt drüber nachdenkt, ja, in welche Richtung kann es dann gehen, ist eines der Probleme halt, dass man nicht dabei stehen bleiben kann, zu sagen, wir müssen dieses männliche Ernährermodell aus dem Recht entfernen. Alle müssen arbeiten zum Beispiel, das reicht ja nicht. Wenn wir uns darauf beschränken würden, würden wir Care wiederum ausblenden, würden also wieder in die Falle tappen, zu denken, das ist ja vielleicht nicht ganz so wichtig. Also wir müssen eigentlich diese Arbeit wieder reintragen in den öffentlichen Raum, raus aus der privaten Sphäre. Und dabei dürfen wir aber auch nicht vergessen, dass das auch internationale Kämpfe sind. Hier sehen wir ein Foto von Aktivistinnen, von Organisationen, von Hausangestellten mit dem Direktor der ILO, das ist die International Labour Organization, nachdem sie ein Völkerrechtsdokument, nämlich die Konvention 189, Decent Work for Domestic Workers, quasi erkämpft hatten und beschlossen hatten und sich hier natürlich nun alle freuen. Hier sehen wir also, Recht kann auch ein Instrument sein für Veränderungen und ein Instrument, Rechte festzusetzen, festzulegen und diesen Schattenarbeitsmarkt von Care, der gerade natürlich im Privathaushalt international ein Problem ist, aus dem Dunkeln der Privatheit zu holen und aus der Abwertung dieser Arbeit. Diese Konvention gilt jetzt im Übrigen auch in Deutschland und wird sicherlich auch hier einen Beitrag dazu leisten, dieses Thema voranzubringen. Ja, Forderungen. Ich habe ja gesagt, ich werde nicht besonders konkret werden mit Paragraph so und so, SGB 9 oder so. Was brauchen wir? Was muss die große feministische Vision sein? Da erzähle ich sicherlich auch nicht viel Neues, wenn ich sage, wir brauchen eine Aufwertung von Care in allen gesellschaftlichen Bereichen. Es muss quasi eine, ja, wenigstens eine Dreifachstrategie sein. Zunächst mal müssen die öffentlich finanzierten Angebote ausgebaut werden. Da brauchen wir auch eine Qualitätsdebatte, eine Professionalisierungsdebatte über die weiblichen Berufe, Berufsbilder und Karrierewege in diesem Bereich und natürlich ganz wichtig auch über Bezahlung. Dann brauchen wir auch eine Verbesserung der Absicherung unbezahlt geleisteter Care-Arbeit und ihrer Ermöglichung. Der Deutsche Juristinnenbund hat zum Beispiel auf seiner letzten großen Jahrestagung vor wenigen Wochen die Forderung eines Wahlarbeitszeitgesetzes vorgestellt, das das Ziel hat, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer selber bestimmen, wie viel sie arbeiten möchten in einer bestimmten Lebensphase und nicht nur irgendwie auf Teilzeit gehen, sondern auch auf der Teilzeit wieder rauskommen können. Und dass Arbeitgeber auch verpflichtet werden, sich darüber Gedanken zu machen, was für Arbeitszeitmodelle bieten wir denn an in unserem Unternehmen. Und, aber ich denke, dieses ganze Thema kann nicht diskutiert werden, wenn man gleichzeitig die Leistungen von Migrantinnen im Privathaushalt ausblendet. Hier muss also der Kampf für gleiche Rechte, zum Beispiel Arbeitszeit. Es gibt in Deutschland die Auffassung, dass das Arbeitszeitgesetz für Pflegekräfte im Privathaushalt nicht gilt. Da gibt es auch eine Diskussion drum, ob das wirklich so ist oder nicht. Aber schon, dass es die Vorstellung gibt, dass es okay ist, dass da jemand 24 Stunden schwerst anstrengende Pflege verrichtet und dass das quasi ein rechtsfreier Raum ist, das denke ich, das muss bekämpft werden. Da stößt das Recht aber auch an seine Grenzen, denn es geht da nicht nur um die
Etablierung gleicher Rechte, sondern auch um Hilfe bei der Rechtsdurchsetzung. Denn gerade in diesem Bereich ist ein Problem, dass es wenige Klagen gibt. Ne? Und Sie wissen ja, wo keine Klägerin, da auch keine Richterin. Und wie man also die Rechtsdurchsetzung verbessern kann in diesem Bereich, ist auch ein wichtiger Teil der Debatte. Das könnte man zum Beispiel tun durch verbesserte Beratungsangebote, aber auch durch Verbandsklagerechte. Ja, und das war auch schon mein Input. Vielen Dank. Das funktioniert nicht. Ja, okay, alles klar. Ja, vielen Dank, Maria Versig. Schön auch, dass du den ein Augenmerk auch auf die Migrantinnen gesetzt hast, aber dass du auch diesen weiten Rahmen gesetzt hast. Ich denke, das gibt uns genug Anregungen, um ja, daraus noch weiter zu diskutieren. Ich entlasse Sie kurz in Ihre Murmelgruppen, würde sagen, so ungefähr 5 Minuten, tauschen Sie sich aus. Sie können natürlich auch rausgehen, aber kommen Sie bitte wieder. Ich glaube, wir sollten eine gute Diskussion führen. Bis gleich.
Ja. Das funktioniert. Liebe Anwesende, anregende Gespräche. Wollen wir diese Gespräche ein bisschen in unsere Gesamtrunde tragen? Ich würde mich freuen. Ich würde gerne, ich glaube, es gibt Saalmikrofone, oder? Gibt es, ja? Ich würde gerne das Wort gleich an Sie richten. Gibt es schon etwas, was Sie als, ja, zu dem Vortrag oder zu dem Thema sagen wollen, was Ihnen wichtig ist, was Ihnen aufgefallen ist, was Sie ergänzen wollen, anders darstellen wollen? Gibt es schon eine Meldung? Gut, dann würde ich vielleicht ganz kurz selber anfangen. Maria, du hattest gesprochen über, und das ist uns ja allen sehr präsent, das ist sehr typisch, Care-Arbeit ist was Weibliches, das wird Frauen zugerechnet. Hast du vielleicht Ideen, wie man auch durch rechtliche Reformen, rechtliche Umgestaltung vielleicht an diesem Rollenverständnis allgemein etwas verändern kann? Okay, ja, das ist eine interessante Frage. Das ist natürlich eine ganz zentrale Frage auch. Wie können wir da rangehen, dass sich das verändert, dass Care etwas ist, was allen Menschen Verpflichtung oder auch Recht ist? Ich finde, ein gutes Beispiel ist das Elterngeld, was ja ausdrücklich Männer adressiert hat als Sorgearbeitende. Und ich denke, das ist auch ein Beispiel dafür, wie Recht die Gesellschaft durchaus gestalten kann. Von unter 5% Beteiligung der Väter an der Elternzeit ist sie gestiegen auf knapp 30%. Das ist nicht jetzt die Welt, aber es ist schon mal ein Ergebnis, ne? Innerhalb von wenigen Jahren. Ja, die nehmen die 2 Monate und sie nehmen sie auch gerne in den Sommermonaten. Da gibt's immer was zu meckern. Aber es ist auch nicht nichts, da hat sich was bewegt in der Gesellschaft. Und ich denke da auch gerne drüber nach, ja, wie könnte man das jetzt noch verstärken oder ne, ausbauen, dieses Engagement und so. Und es ist natürlich auch in der Debatte immer etwas schräg, dass wenn ein Vater die Elternzeit nimmt, dann ist es was Besonderes, für das er auf die Schulter geklopft kriegt. Ne? Bei Frauen ist es was Selbstverständliches. Und das ist für mich auch als Feministin so ein bisschen das Teil des Problems dabei, ne? Wenn solange Männer die Wahl haben, ob sie sorgen möchten oder nicht, haben Frauen eben nicht die Wahl. Man kommt aber auch nicht weiter mit so einer Vorwurfshaltung dabei. Ne? Das ist ja auch irgendwie klar. Ich denke aber schon, dass man im Recht gucken könnte, wie könnte man diese Zeiten durchaus auch verpflichtender gestalten. Also ich bin schon eine Freundin davon zu sagen, diese PartnerInnen-Monate könnte man auch noch ausbauen. Ja. Ja, da hinten ist eine Meldung. Ja, Claudia Wagner heiße ich. Ich empfinde den Aspekt ganz wichtig, dass Erfahrungen ja das Wichtige sind, um auch Bilder zu ändern. Und das Elterngeld wollte ich jetzt nochmal als Anknüpfungsmoment nehmen. Also ich komme selbst aus der Wirtschaft und wir haben Väter, die dann 4 Wochen, 2 Monate weg sind und die dann aber auch diese Erfahrung gemacht haben, wie es ist, wiederzukommen, auch nach 2 Monaten und nicht mehr zu den Treffen eingeladen zu werden, vergessen worden zu sein. Die Strukturen sind um sie herumgewachsen schon in so kurzer Zeit. Das ist dann erstmal nur eine kleine Erfahrung, aber ich denke, selbst wenn die nur klein ist, kann die schon mehr ändern, als nur jetzt Gesetze können. Das Thema Teilzeit liegt mir auch sehr am Herzen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich mit Teilzeit automatisch als nicht leistungswillig eingestuft wurde und dass dann natürlich auch so eine Haltung irgendwann anfängt, okay, wenn ich sowieso so gesehen werde, dann kann ich ja auch gleich mich ein bisschen mehr zurückziehen und muss ja auch nicht mehr alles geben, weil ich habe eh den Stempel. Ich kenne genügend Männer, die auch Teilzeit arbeiten wollen würden oder auch vielleicht Frauen mit Kindern, die das aber nicht machen, weil sie wissen, dass das immer noch assoziiert wird mit
Man kann nicht aufsteigen, man kann keine Verantwortung übernehmen. Und deswegen denke ich, dass es einerseits juristisch sicherlich, also rechtlich interessant wäre, wenn es da Verpflichtungen gäbe. Auf der anderen Seite ist es aber auch da so, glaube ich, dass das Vorleben von Modellen wieder mal tragend sein wird. Denn solange die Idee gilt, dass nur führen kann, wer permanent oder 80 Stunden präsent ist und das auch von der Politik vorgelebt wird, die solche Gesetze dann gegebenenfalls veranlasst und selber Sitzungen hat, die bis spät in die Nacht gehen und nicht sehr kinder- und familienfreundlich sind, ist es also ein bisschen ad absurdum geführt, wenn man etwas vorleben will, was man selber in seinem Bereich nicht macht. Und deswegen würde ich aufrufen, dass auch alle, die hier präsent sind und Jobs haben, wo sie nämlich wirklich sehr, sehr viel arbeiten und dann auch eigentlich mit dem Gefühl rumlaufen, ohne sie ginge es eigentlich gar nicht und man kann Führung und Verantwortung schon mal gar nicht teilen, weil das ja viel zu kompliziert ist. Aber ich glaube, das ist genau der Punkt, denn da muss man kommunizieren und das wird oft viel zu wenig gemacht und man muss sich auseinandersetzen, um dann wirklich was zu verändern. Ja, da gibt es noch eine Meldung. Vielen Dank. Anknüpfend an das Thema Elterngeld würde ich gerne noch ergänzen. Wir sind ja beim Thema Recht und im Rechtssystem werden eben immer noch unterschiedliche Familienformen unterstützt. Es gibt da keine Einheitlichkeit. Also das Unterhaltsrecht ist geändert worden, politisch sicherlich richtig. Gleichzeitig gab es damals noch Betreuungsgeld, das passt dann ja überhaupt nicht in das System oder Ehegattensplitting. Also es gibt keine einheitliche Linie. Solange das in anderen auf anderen Rechtsfeldern eben halt die Hausfrauenehe sozusagen gepusht wird, ist ja kann man nicht das Unterhaltsrecht ändern, sage ich jetzt mal so platt. Also es müsste eine Linie sozusagen da geben, die, wo man sich einig ist, was will man eigentlich überhaupt? Also wir sind uns wahrscheinlich einig, was wir wollen, aber sozusagen auf von Rechtsgeberseite. Das ist, finde ich, ein Riesenproblem. Ja, Heidi Meinzold. Also diese ganze Care-Arbeit findet ja in einem hochgradig gesellschaftlichen Kontext statt, wo Wirtschaftspolitik gleichgesetzt ist mit Wachstum, mit Profiten. In dieser Situation, wo dann auch kommen die Konflikte durch eine stärkere Militarisierung auch abgesichert werden, das Problem ist, dass ja die Care-Arbeit immer auf dem untersten Niveau dieser Wertschöpfungskette ist, dass sie immer langfristig angelegt ist, dass sie auch nicht monopolisierbar in dem Sinne ist, außer ich meine, ich kann irgendwie einen Essensdienst, sowas kann ich professionalisieren, aber es ist eben ganz stark auch vor Ort zum Teil gebunden und kann auch nicht, wie was in unserem System ja üblich ist, so in Billiglohnländer abgeschoben werden, im Gegenteil. Und eines der Probleme, das ich sehe, ist ja auch, dass das ganz eng an, also wenn Austeritätspolitik wieder kommt, wie zum Beispiel auch im Kontext mit der ganzen Griechenland-Debatte, dann ist es der erste Punkt, wo Care-Arbeit und alles, was soziale Arbeit im weitesten Sinn ist, gestrichen wird. Und das ist sicherlich in der Situation in Deutschland jetzt noch nicht in dem nicht so dramatisch, aber das muss man natürlich im Hinterkopf haben, wenn man sehen wird, wie Kapitalismus als solches funktioniert in unserem Land. Und ohne das kann man nicht, glaube ich, diese Care-Arbeit auch als solches diskutieren. Ja, vielen Dank. Ich muss auf die Uhr gucken. Ich denke, wir machen noch eine ganz kurze Runde hier von unseren drei, soweit sie was sagen wollen, vor allem Maria noch kurz und dann würde ich schon in das nächste Thema einsteigen. Willst du anfangen?
Ja, kann ich nur zu allen dreien sagen. Das ist ein Thema, das kann man jetzt auch nicht in 20 Minuten abschließen. Und es gibt da viele Dilemmata, die es auch dann rechtspolitisch sehr schwierig machen. Wir im Juristinnenbund, wir versuchen ja auch immer ganz konkrete Verbesserungen zu erkämpfen mit dieser, ja, für mich großen Vision im Hintergrund. Und darum wollte ich eigentlich nochmal werben, dass wir das auch in der Debatte immer versuchen sollten. Wir brauchen kleine Schritte. Also wir werden nicht die Revolution machen morgen wahrscheinlich, aber vielleicht kann man trotzdem was verändern. Ja, super Statement, Maria, vielen Dank. Und ich habe den Eindruck, es geht tatsächlich in zwei Richtungen. Das eine ist, die Care-Arbeit, die in familiären Zusammenhängen geleistet werden muss, muss stärker gewertschätzt werden und muss stärker ermöglicht werden. Es kann nicht sein, dass ich fürchten muss, meine Rentenansprüche zu verlieren, wenn ich mich entscheide, einen Teil meiner als Arbeitszeit zur Verfügung stehenden Zeit sozusagen nicht der Arbeit zu widmen, sondern der Familie. Und es kann eigentlich nicht sein, dass wir über Vereinbarkeit vor allem darin so nachdenken, dass man möglichst wenig Zeit mit der Familie verbringen muss, weil das professionalisiert ist. Das kann eigentlich nicht sein. Das muss tatsächlich, was auch die CDU ja immer sagt, es muss wirkliche Wahlfreiheit geben. Wirkliche Wahlfreiheit heißt eben, dass ich mich wirklich dazwischen entscheiden kann und dass ich aber eben auch keine Nachteile befürchten muss, wenn ich das eine oder andere tue. Und das andere heißt, ist aber natürlich auch, es kann auch nicht sein, dass ich zum Beispiel als alter Mensch darauf angewiesen bin, dass meine Familie diese Care-Arbeit dann übernimmt. Denn nicht alle Familien funktionieren so super. Und vielleicht will ich überhaupt gar nicht, dass meine Kinder jetzt plötzlich bei mir einziehen. Und vielleicht tun sie es auch einfach nicht. Und vielleicht ist es sehr schön, dass das jemand macht, mit dem ich nicht verwandt bin. Diese Person sollte aber natürlich die Möglichkeit haben, in vernünftigen, gesicherten Arbeitsverhältnissen das zu tun. Das ist ein riesiger Arbeitsmarkt. Da könnte man wunderbar Stellen schaffen. Da müssen wir natürlich dafür sorgen, dass gerade Frauen, die ja diese Arbeit mehrheitlich leisten, eben nicht prekarisiert werden und dass es da einen Arbeitsmarkt gibt, der auch attraktiv ist für Leute und wo sie sich nicht kaputt machen und wiederum nicht ihre Familien auseinanderreißen müssen, indem sie eben ins Ausland gehen und dort schlecht bezahlt und prekarisiert arbeiten müssen. Ja, ich muss das Thema leider verlassen. Spannend. Ich finde, wir können auch weiter noch diskutieren, aber wir werden in das nächste Thema einsteigen. Frau Johanna Remus, über Ihr Kommen freue ich mich ganz besonders. Sie ist kurzfristig eingesprungen für die erkrankte Elisabeth Holzleitner. Sie musste wegen eines Beinbruchs leider absagen. Ja, und sie ist gerade Mutter geworden und trotzdem hier gekommen. Dankeschön. Frau Remus ist auch Juristin. Sie hat unter anderem, ist sie Mitarbeiterin der Humboldt Law Klinik Grund- und Menschenrechte, wissenschaftliche Beirätin beim Verein Intersexuelle Menschen e.V. und Mitbegründerin des Vereins Transrecht. Ihre Schwerpunkte liegen, ich würde sagen, ganz stark in dem Bereich Konstruktion von Geschlecht durch Recht und auch Medizin. Und feministische Rechtswissenschaften, Interdisziplinarität steht da auch auf dem Kalender. Entsprechend finden wir in Ihren Publikationen viele Themen, die mit Ihrem heutigen Thema einen Bezug haben. Sie wird uns einen Input geben zu dritter Option, queerfeministische Perspektiven im Personenstandsrecht. Ja, auch ich bedanke mich herzlich für die Einladung und freue mich, dass ich hier sozusagen Elisabeth Holzleitner vertreten darf. Ich kenne Ihre Position zu der Frage aus Ihren Publikationen teilweise. Ich hoffe, dass ich in diese großen Fußstapfen ein wenig reintrete und Sie gewinnbringend was mit nach Hause nehmen können. Zur Gliederung meines kleinen Inputs. Ich werde kurz was zur derzeitigen Verfasstheit des Personenstandsrechts und auch des Sinnes dieses Personenstandsrechts sagen. Darauf folgend den rechtlichen Kampf um eine sogenannte dritte Option kurz skizzieren und die damit verbundenen Diskussionen darstellen und zum Schluss hoffentlich prägnant formulieren, welche Forderungen ich an das
Recht, an das Personenstandsrecht stelle. Also nicht nur an das Personenstandsrecht, sondern im Allgemeinen auch ans Recht. Das Personenstandsrecht, wie wir es heute kennen, entstand Ende des 19. Jahrhunderts, als es nämlich um den Kampf sozusagen des damals deutschen, gesamtdeutschen, ersten gesamtdeutschen Staates ging, gegen die Kirchen, um sozusagen über die eigenen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger ein eigenes Register führen zu können. Während früher Geburt und Tod und Ehe in den Kirchenbüchern registriert wurden, wollte man nunmehr sozusagen auch, um sozusagen selbst die Erfassung durchführen zu können, dies sozusagen staatlich ansiedeln. Seitdem gilt es, dass man anlässlich einer Geburt nicht nur den Namen und den Familiennamen eines Kindes, sondern auch Ort und Zeitpunkt der Geburt sowie eben das Geschlecht eines Kindes eingeben muss. Die Geburt, also dieses Personenstandsregister wird dann im Laufe des Lebens eines jeden Menschen beständig abgefragt von Meldebehörden, von wenn man sich zur Schule anmeldet, werden diese Registerauszüge weitergereicht. Man muss Geburtsurkunden als sozusagen einen Auszug aus dem Register beständig vorlegen. Für das Wählerinnenverzeichnis etc. sind diese Register relevant. Diese Eintragung des Geschlechts wird in erster Linie im Recht damit argumentiert und damit begründet, dass es einige relevante Rechtsinstitute gibt, für die das Geschlecht tatsächlich relevant ist. Das ist noch heute die Ehe bzw. die Lebenspartnerschaft auf der einen Seite. Es bedarf eines Register, eines Personenregisterauszuges, um eine Ehe einzugehen, genauso wie bei einer Lebenspartnerschaft, da beide eben an entweder an die Gleichgeschlechtlichkeit der Person oder an die Verschiedengeschlechtlichkeit der Person anknüpft. Des Weiteren ist die zwar derzeit ausgesetzte Wehrpflicht an ein Geschlecht geknüpft und ähnliche Rechtsinstitute, werden wir später vielleicht nochmal drauf kommen, gibt es weiterhin, insbesondere auch im Familienrecht. Dennoch sind die Regelungen, die an das Geschlecht anknüpfen, sehr viel weniger geworden. Das ist nicht zuletzt auch auf feministische Kämpfe zurückzuführen. Und dennoch liegt dem noch immer eine Binarität zugrunde. Diese Binarität adressiert eben diese Kampagne Drittes Geschlecht sehr stark. Das geltende Personenstandsrecht ging bis zum 1. November 2013 davon aus, dass ausschließlich männlich oder weiblich in das Geburtenregister eingetragen werden kann. Und dagegen wandten sich Personen, die selbst mit Geschlechtsmerkmalen geboren wurden, die nicht den gesellschaftlich anerkannten Geschlechtern zugeordnet werden, die von der Medizin als intersexuelle pathologisiert und medikalisiert werden. Diese Menschen, die sich selbst mal als Twitter, mal als Hermaphrodit, mal als intergeschlechtlich, zwischengeschlechtlich etc. definieren, fordern seit langem die Entpathologisierung und die Anerkennung ihrer körperlichen Variation. Im Jahr 2008 hat dann ein Verein, der kurz auch schon mal Thema war, bei dem ich sozusagen auch als wissenschaftliche Beirätin tätig bin, einen Bericht zum CEDAW, zum Ausschuss zur Beendigung der Diskriminierung der Frau, eingereicht und dort die Pathologisierung und die sozusagen Nichtanerkennung ihrer körperlichen Variation thematisiert. Sie wiesen darauf hin, dass die Binarität unseres Rechtssystems zu Diskriminierungen und Ungerechtigkeiten für Interpersonen führen. Und der UN-Ausschuss forderte sodann die Bundesrepublik auf, in einen Dialog mit Nichtregierungsorganisationen von intersexuellen Menschen zu treten, um ein besseres Verständnis für deren Anliegen zu erreichen und wirksame Maßnahmen zum Schutz ihrer Menschenrechte zu ergreifen. Die Bundesregierung beauftragte damals dann den Deutschen Ethikrat mit eben jener Dialogführung, der daraufhin wiederum Personen verschiedenster unterschiedlicher Professionen aus den Rechtswissenschaften beispielsweise, aber auch aus der Medizin aufforderte, eine Stellungnahme abzugeben und führte daneben und das sozusagen auch als hauptsächlichen Dialog eine Online-Befragung mit Interpersonen durch. Im Jahr 2012 legte dann der Ethikrat eine abschließende Stellungnahme vor, in der es unter anderem auch um die Registrierung des Geschlechtseintrags geht. Für diese Frage der Registrierung des Geschlechts, die im Übrigen für viele Interpersonen, und das sei nochmal hier ausdrücklich auch gesagt,
die durch die medizinischen Eingriffe an den inneren und äußeren Genitalien häufig traumatisiert sind, eine eher nebensächliche Frage ist. Für diese sozusagen Registrierung des Geschlechts schlug der Ethikrat damals vor, dass neben der Eintragung weiblich oder männlich auch anderes gewählt werden kann. Zusätzlich, meinte der Ethikrat, sollte es die Möglichkeit einer Nicht-Eintragung geben, und zwar zeitlich begrenzt, bis die Person selbst entscheiden kann, welche sozusagen Eintragung die Person wünscht. Zuletzt wies der Ethikrat in diesem Bereich darauf hin, dass es der Gesetzgeber doch darüber nachdenken sollte, ob er nicht mal evaluieren sollte, ob ein Geschlechtseintrag überhaupt notwendig ist. In dieser Anhörung gab es mehrere Expertinnen, die auch sozusagen davon ausgehen, dass ein einzelnes Offenlassen selbst auch der Persönlichkeit der Person nicht gerecht werden würde, weshalb eben der Eintrag anderes vom Ethikrat vorgeschlagen wurde. Auf dieser Stellungnahme beruhen verabschiedete dann der Bundestag im Januar 2013 einen Gesetzesentwurf, vorgelegt von der damaligen Speerspitze der feministischen Bewegung, Frau Christina Schröder, die gemäß § 22 Absatz 3 vorschlug, dass eine Geburt ohne Eintragung des Geschlechts registriert werden kann, beziehungsweise muss, sofern das Kind weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zugeordnet werden kann. Wenn man jetzt die Regelung unbedarft liest, finde ich, dass sie erstmal sehr fortschrittlich klingt, weil nämlich zum einen durch den Begriff zugeordnet stark deutlich wird, dass es sich bei Geschlecht offensichtlich um eine Ordnungskategorie handelt und nicht um einen feststehenden natürlichen Fakt, also durch diesen Zuordnungslink. Und gleichzeitig, wenn man sozusagen davon ausgeht, dass jedes Kind weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zugeordnet werden kann, nämlich wenn man bedenkt, dass es ja auch Transrealitäten gibt, also Personen sozusagen im Laufe des Lebens eine andere Realität sozusagen erfahren als die, die in ihrem Personenstandsregister aufgezeichnet ist, könnte man meinen, dann müsste eigentlich gar kein Kind in irgendeiner Form registriert werden. So ist allerdings nicht die Auslegung im allgemeinen juristischen Diskurs, sodass es zu starken sozusagen Proteststürmen seitens der betroffenen Vereine kam. Zum einen waren sie natürlich sozusagen bedrückt davon, dass die genitalkorrigierenden Eingriffe oder genitalverändernden Eingriffe an ihnen abermals nicht thematisiert wurden und dort keine rechtlichen Regelungen zum Schutz von Interpersonen geschaffen wurden. Zum anderen wird das Offenlassen des Geschlechtseintrages eher als ein Nicht-Existieren empfunden. Zudem muss man sagen, dass die Folgen dieser Änderung des Gesetzes einfach nicht bedacht wurden. Es ist zum Beispiel völlig ungelöst, ob eine Person, die einen offenen Geschlechtseintrag hat, nun die Ehe eingehen kann oder die Lebenspartnerschaft. Das wurde relativ bald erkannt, dass es da offensichtlich ein Problem gibt, weshalb es zu einer Länderabfrage kam, die praktischen Erfahrungen mit dieser Regelung sozusagen abrufen wollte. Die fand im Zeitraum vom November 2013 bis zum August 2014 statt. Und dabei stellte man fest, dass es diverse Personen gab, die jetzt bereits mit einem offenen Geschlechtseintrag leben. Und ausdrücklich in dieser Länderabfrage erwähnt, wird dann eben auch jener Rechtsstreit, der sozusagen durch diesen Rechtsstreit begleitenden Kampagne unter dem Namen Dritte Option bekannt wurde. Es handelt sich um eine Person, die eben auch mit Geschlechtsmerkmalen geboren wurden, die nicht in die herkömmlichen binären Systeme passen, das binäre System passt. Und diese hatte beantragt, sich die Eintragung im Geburtenregister dahingehend zu ändern, dass dort unter Streichung des bisherigen Geschlechtseintrags das Geschlecht inter/divers angegeben wird. Des Weiteren die Beantragung einer entsprechenden Geburtsurkunde. Diese Person führt aus, dass das Offenlassen des Geschlechtseintrags für sie keine Alternative sei, da ein Nichteintrag lediglich eine Übergangslösung sei für Fälle, in denen die Geschlechtsidentität noch nicht klar wäre. Da sie selber, die Person, nicht sozusagen unsicher ist, ob sie dem weiblichen oder dem männlichen Geschlecht angehörig sei, sondern sich sicher darüber sei, dass sie weder Mann noch Frau sei, benötige sie auch einen entsprechenden Eintrag. Darin wird deutlich, dass Personen
Also und diese, also das wird ja begleitet von einer Kampagne, die sich eben Dritte Option nennt. Darin wird eben deutlich, dass es eben Menschen gibt, die sich außerhalb, unabhängig von ihren geschlechtlichen Merkmalen, außerhalb des binären Systems bewegen. Und die Person, die hier die Antragstelle-Seite sozusagen darstellt, möchte dies auch tun, um sozusagen die Unsichtbarkeit von Interpersonen aufzuheben, zum einen, und zum anderen aber auch deutlich zu machen, dass Geschlecht eben nicht binär ist und dass es kein Operationsnotwendigkeit gibt. Und beklagt eben, dass es keine Gleichberechtigung sei, wenn man sozusagen etwas offen gelassen wird, ohne dass man das in irgendeiner Form irgendwann auch mit etwas füllen kann, was der Geschlechtsidentität gleichkommt. Mittlerweile sozusagen liegt dieses Verfahren beim Bundesgerichtshof. Wir sind gespannt, wie dieser entscheiden wird. Allerdings glaube ich nicht, dass es dort sozusagen eine großartige Veränderung geben wird. Von gesetzgeberischer Seite ist es nunmehr so, dass die Regelung evaluiert wird und in einer interministerialen Arbeitsgruppe zwischen Bundesministerium des Inneren, Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz und dem BMFSFJ sozusagen diskutiert wird, wie man diese Regelungen bessern kann und ob es etwaig vielleicht eine Änderung geben kann. Und an dieser Stelle halte ich es für geboten, und damit komme ich dann jetzt zu den Forderungen, die ich in diesem Bereich hätte, dass wir zum einen den Geschlechtseintrag tatsächlich im Personenstandsrecht abschaffen und streichen für jeden Menschen. Des Weiteren benötigen wir, meines Erachtens, da weiterhin ja ein Name gegeben werden wird bei der Geburt, ein sogenanntes Geschlechtsidentitätsgesetz, wonach man freiwillig und ohne gerichtlichen Aufwand und vor allem ohne medizinische Begutachtung oder andere Maßnahmen den Vornamen einer Person unproblematisch dem Geschlecht, den die Person empfindet, anpassen kann. Ich fordere außerdem ein sogenanntes Offenbarungsverbot, das, wie es heute schon im sogenannten transsexuellen Gesetz gibt, wobei dieses meines Erachtens mit anderen Regelungen, wie zum Beispiel dem Abstammungsrecht, in Einklang stehen muss. Ich fordere zudem, dass geschlechtsneutrale Normen in allen anderen Gesetzen geschaffen werden, damit eben die Anknüpfung an männlich und weiblich aus dem Personenstand sehr viel geringer wird. So ist es meines Erachtens beispielsweise denkbar, dass wir nicht mehr von Mutterschutzgesetz, sondern von Gebärendenschutzgesetz sprechen, denn die Regelungen im derzeitigen Mutterschutzgesetz knüpfen ja an eine Person an, die stillt, und eine Person an, die geboren hat, aber nicht per se an eine Frau. Und ich fordere, und das halte ich für am wichtigsten aus einer queerfeministischen Perspektive, auch in Solidarität mit Personen, die inter sind, dass diese Eingriffe an Kindern, die noch nicht einwilligungsfähig sind, beendet werden und dass es dort ein Verbot gibt für diese Eingriffe. Ja, soweit von mir. Jetzt funktioniert es. Okay, dankeschön. Ja, ein sehr, sehr aktuelles Thema, finde ich, und auch, ja, hat auch durchaus eine große Relevanz. Ich würde gerne, wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken, 2-3 Minuten kurzes Austauschen und dann werden wir weitermachen mit unseren Diskussionen in der Runde.
Meine Lieben Diskutierenden, es funktioniert ganz toll mit den Murmelgruppen, schön. Ich hoffe, Sie haben nicht andere Themen, sondern, ja. Gut, lassen Sie uns in die gemeinsame Diskussion einsteigen. Gibt es gleich etwas, ja, da ist schon eine Meldung. Mikrofon? Gibt kein Mikrofon mehr, okay. Ist unterwegs. Alles klar, kommt gleich. Bei Ihnen? Hallo, vielen Dank, Johanna. Es war wieder mal toll, dich zu hören. Mein Name ist Anna Gall und wir hatten jetzt gerade drüber diskutiert, über das Dilemma zu Forderungen im Zusammenhang mit Gewalt gegen Frauen. Also das ganz große Gewaltschutzthema. Was machen wir damit, wenn wir quasi die Forderungen geschlechtsspezifisch stellen? Also Gewalt gegen Frauen muss anders diskutiert werden, in Nebenklageverfahren, in Betroffenenschutzrechte. Wie gliedert das oder hast du eine Antwort darauf, wie wir dann damit umgehen? Wäre es genauso wie eine Kategorie für Menschen, die sich als Frau fühlen? Oder wir stehen da gerade so ein bisschen auf dem Schlauch. Wie gehen wir mit diesen Forderungen um, die Rechte zu verbessern? Ja, also ich halte auch sozusagen die Forderung nach einem besseren Gewaltschutz sozusagen für Frauensternchen für relevant. Ich finde es auch weiterhin sozusagen, auch wenn wir sozusagen die Binarität unseres Rechtssystems in Frage stellen, weiterhin für notwendig, dass es natürlich Schutzräume für Frauen gibt. Und es macht natürlich einen Unterschied, ob man als Frau oder als beispielsweise Transmensch in irgendeiner Form Gewalt erfahren hat. Aber nichtsdestotrotz bedarf es eben auch Schutzräume für diese Personen. Und weil sie sozusagen genauso unter sozusagen geschlechtsspezifischer Gewalt leiden tatsächlich und unter einem hegemonialen Geschlechterbild, wie es sozusagen Cis-Frauen tun. Und ich weiß, dass es da Vorbehalte gibt, auch der Öffnung sozusagen von beispielsweise Räumlichkeiten. Ich denke aber, dass da einfach auch Aufklärungsarbeit viel erreichen kann, um das zu gewährleisten. Und das bedeutet für mich zum Beispiel nicht, dass ich dann einen Transmann sozusagen in ein Frauenhaus stecke. Aber das heißt eben aber auch nicht, dass ich einen Transmann, der sozusagen Gewalt erfahren hat, sozusagen nicht im Regen stehen lasse, sondern natürlich in ähnliche Unterstützungsangebote bedarf wie eben Cis-Frauen. Beantwortet das die Frage so ein bisschen? Also sozusagen, ich würde unterscheiden zwischen der Eintragung des Geschlechtereintrags und tatsächlichen Schutzprogrammen oder ähnlichem, weil es sozusagen als Beispiel kann ich sozusagen aufgrund, also wenn man sozusagen Geschlecht als eine soziale Kategorie bewertet, dann brauche ich eben das Recht eigentlich nicht dazu. Ähnlich wie ich sozusagen von der UN-Behindertenrechtskonvention Gebrauch machen kann, ohne einen Schwerbehindertenausweis zu haben oder irgendeinen Nachweis, dass ich so und so behindert bin. Sondern das gilt ja mittlerweile auch tatsächlich sozusagen zum Beispiel für eine bloße Erkrankung im Bereich HIV.
Insofern denke ich, dass wir davon wegkommen müssen, zu glauben, dass uns sowas wie Quoten oder irgendwelche Privilegierungen oder Schutzmechanismen aufgrund eines Geschlechtseintrags im Geburtenregister zu kommen, sozusagen. Mein Name ist Dagmar Heimann, ich bin vom Deutschen Frauenrat und mir ist was aufgefallen bei den Forderungen zum Geschlechtsidentitätsgesetz. War das das? Sie meinten, dass Sie den Vornamen dann unproblematisch an das jeweilige Geschlecht anpassen würden. Ist das nicht dann auch eine Binarität, die fortgetragen wird? Männliche oder weibliche Vornamen? Sollten wir da nicht vielleicht auch das ein bisschen lockern? Also es ist ja derzeit möglich, dass ich einen geschlechtsneutralen Namen auch für Kinder wählen kann, ohne dass ich in irgendeiner Form einen zweiten geschlechtsspezifischen Namen geben muss. Das ist seit, glaube ich, 2008 vom Bundesverfassungsgericht entschieden. Und es gibt tatsächlich geschlechtsneutrale Namen, die dann sozusagen außerhalb dieser binären Norm stehen. Und die würde ich dann ähnlich unter dieses Geschlechtsidentitätsgesetz packen und sagen, eine Person kann unproblematisch sich diesem geschlechtsneutralen Namen, was auch immer das konkret ist, geben. Eine ganz kurze Nachfrage. Kann ich jetzt, ich bezeichne mich als Frau, wollte früher auch mal ein Junge sein, aber könnte ich jetzt ganz einfach sagen, ich möchte meinen jetzigen Namen einfach ändern in einen geschlechtsneutralen Namen? Oder bin ich da festgelegt? Meines Erachtens können Sie diesen Antrag stellen, sozusagen. Und dann gibt es zwei Wege. Einmal den übers Personenstandsrecht. Da werden Sie einen Negativbescheid oder einfach eine einfache Behördenentscheidung haben. Wenn Sie Glück haben und ein angenehmes Standesamt haben, dann dann herzlichen Glückwunsch. Also das gibt es tatsächlich, dass Personen unproblematisch ihren Namen sozusagen ändern können über das Personenstandsrecht. Aber sehr wahrscheinlich wird man sie sozusagen über das Gesetz zur Änderung des Vornamens und des Geschlechtseintrags schicken. Und dazu benötigen sie dann wiederum diverse Begutachtungspraxen über Psychiater. Und das ist, denke ich, das sozusagen möchte ich abschaffen und in einem Geschlechtsidentitätsgesetz, also um genau das sozusagen nicht zu haben, hätte ich gern ein Geschlechtsidentitätsgesetz. Ganz kurz reagieren. Vielleicht nur als sozusagen Beitrag dazu, wenn das Recht aufhören würde, an das Geschlecht anzuknüpfen, hört natürlich dann nicht ab demselben Tag die Gesellschaft an das Geschlecht anzuknüpfen. Das heißt, weiterhin werden natürlich gesellschaftliche Erwartungen an Personen gerichtet, die sich an dem Namen orientieren und an der gesellschaftlichen Vergeschlechtlichung eines Namens. Das heißt, wenn mein Name auf ein A endet, so wie Nora zum Beispiel, werden Leute erwarten, dass ich mich auf eine bestimmte Weise verhalte und identifiziere. Und das wäre ja sozusagen dann die Möglichkeit, dass ich meinen Namen in einer Weise anpasse, solange das gesellschaftlich so ist, und das wird sicherlich noch eine Weile so bleiben, dass ich mit diesen Erwartungen nicht mehr konfrontiert werde. Und das löse ich eben nicht nur dadurch, dass ich keinen Geschlechtseintrag mehr habe. Das sozusagen wäre eine Anpassungslösung, wenn ich das richtig sehe. Ja, ich möchte noch mal kurz anknüpfen an das, was gerade auch im Zusammenhang mit dem Gewaltschutzgesetz schon angeklungen ist. Ich habe große Sympathie dafür, den Geschlechtseintrag zu streichen, frage mich aber, was hat das für Auswirkungen dann für die Art, wie wir im Moment Geschlechterpolitik betreiben? Es ist ja so, dass wir versuchen, durch diese verschiedenen Kategorisierungen dann Statistiken zu führen, sowas wie die ungleiche Bezahlung kriegen wir nur raus, weil es dort Kategorien wie Männer und Frauen gibt und dass sie ungleich bezahlt werden. Wenn wir jetzt diese Kategorien komplett abschaffen, wo kriege ich dann noch Daten her, um Benachteiligung oder Diskriminierung tatsächlich erfassen zu können? Das ist ja das, womit Politik immer umgeht. Was wäre da Ihre Antwort? Ich sehe das Dilemma, dass wir auf der einen Seite immer wieder festschreiben Kategorien, auf der anderen Seite, wie kann ich sie eigentlich dann wieder erfassen, wenn ich diese Kategorien nicht habe? Also ich glaube, wir müssen uns davon verabschieden, dass ich durch einfache Zahlen ein Ungleichverhältnis herausfinden kann. Also ein gesellschaftliches Ungleichverhältnis wird ja auch deutlich durch sozusagen andere Sachen als durch bloße Zahlen. Wenn es jetzt um Fragen der Evaluierung geht. Zum anderen ist es ja auch möglich, in der Evaluation nicht nach sozusagen
zwei Kategorien zu fragen, sondern man kann es auch offen lassen und nach der Selbstbezeichnung gehen. Ich nehme an, dass sozusagen nicht alle Männer dann plötzlich sich als weiblich selbst zuschreiben und dann sozusagen dort eintragen, sie hätten jetzt an dieser Fortbildung als Frau teilgenommen. Und zum anderen denke ich, dass die derzeitige Politik, also wenn Sie danach fragen, wie machen wir dann Geschlechterpolitik, denke ich, dann sollten wir auch jetzt schon mit Eintragung eines Geschlechts Geschlechterpolitik machen in den unterschiedlichen Geschlechterverhältnissen, die es gibt. Und das heißt, dass wir Trans- und Interpersonen mitdenken müssen. Ja, klar, das sage ich ja. Aber das würde nur bedeuten, die Geschlechterkategorien zu erweitern. Also auf dem Evaluationsbogen, der hier liegt, sehen Sie, da ist dann so eine dritte Option, da kann ich eintragen, wie ich mich selber definiere. Aber ich habe dadurch jetzt drei und noch keine Angabe vier Kategorien, kann das weiter auswerten. Wenn ich den Geschlechtseintrag komplett streiche, also keine Rolle mehr spielen soll, habe ich diese Kategorien nicht. Also mir geht es darum, dass der Geschlechtseintrag im Geburtenregister im Personenstandsrecht gestrichen wird. Halte das für durchaus relevant, dass man in Evaluation sozusagen erhebt, wer kommt in den Genuss dieser Sachen, wer wird inwieweit, also das ist die typische Frage nach der Quote. Ja. Dafür ist es natürlich relevant, aber das findet in anderen Ländern dieser Welt auch für andere Kategorien statt, nämlich der ethnischen Zugehörigkeit. Und da wird auch nicht in irgendeinem Gesetz festgehalten, welcher ethnischen Zugehörigkeit man ist. Das eine hat mit dem anderen schlichtweg nichts zu tun, würde ich sagen. Schönes Schlusswort. Oder hatten wir noch eine Meldung? Ansonsten fand ich das... Ja, doch. Dann nehmen wir die gerne noch dran, die Meldung. Und dann müssen wir leider weitermachen. Wir werden sowieso schon ein wenig überziehen, aber ich möchte Nora wenigstens noch ein bisschen Zeit geben für ihr Thema. Ja, ich habe ehrlich gesagt nur eine kleine Nachfrage, weil ich ein bisschen uninformiert bin. Und zwar, was muss ich denn machen? Also angenommen, ich würde mich jetzt entscheiden, ich möchte gerne meinen Geschlechtseintrag ändern in eine dritte Option. Das geht nicht. Ne? Ich muss dafür nachweisen, dass ich tatsächlich Geschlechtsmerkmale, körperliche habe, von die nicht eindeutig irgendwie allgemein zugeordnet werden, oder? Also, und das geht wahrscheinlich auch nur bei der Geburt. Oder sehe ich das falsch? Naja, es gibt mittlerweile Personen, die erwachsen sind und von diesem offenen Geschlechtseintrag Gebrauch gemacht haben. Und tatsächlich scheint es aus dieser Länderabfrage, die ich eingehend erwähnt hatte, wird es so ein bisschen deutlich, dass da hatte eine Person offensichtlich beantragt, dass sie diesen offenen Geschlechtseintrag haben möchte. Und der wurde ihr nicht gewährt, weil die Person sich geweigert hat, sich medizinisch untersuchen zu lassen. Das heißt, es ist rechtlich nicht geregelt, aber die praktische Umsetzung derzeit ist so, dass man diesen offenen Geschlechtseintrag offensichtlich zwar als erwachsene Person bekommt, obwohl das sozusagen nur über eine analoge Anwendung meines Erachtens des Gesetzes geht. Und man bekommt sie aber eben auch nur, wenn man das sozusagen medizinisch nachweist und sich untersuchen lässt aufgrund seiner Geschlechtsmerkmale. Das heißt aber, wenn ich jetzt, also angenommen, ich bin genderfluid und ich gehe damit zu der Psychologin meines Vertrauens und lass mich an einen Hausarzt überweisen und der Hausarzt schreibt auf, ich wäre nicht eindeutig weiblich oder männlich zuordnenbar, könnte ich mir eine dritte Geschlechtsoption in meinen Pass schreiben lassen. Dieser offene Geschlechtseintrag, der gilt ausschließlich für Personen, also sozusagen der Gedanke ist noch immer im Gesetz, dass es sich um körperliche Merkmale handelt. Okay. Dieser Gedanke, dass Geschlecht zwischen den Ohren ist und nicht zwischen den Beinen, hat sich noch nicht so durchgesetzt. Und sozusagen, da gibt es auch meines Erachtens noch keinen Fall, dass eine Person sich sozusagen die klare Geschlechtsmerkmale hat, einer bestimmten sozusagen Gruppe zugehörig, die anerkannt ist sozial, dass die aufgrund von Genderfluid sozusagen sich entschieden hat, sozusagen dazwischen oder den Geschlechtsantrag offen zu haben. Und also da ist mir kein Verfahren bisher bekannt. Aber also es hat de facto einfach noch niemand probiert so. Genau, aber ich nehme an, dass es negativ beschieden würde, weil es ja schon bei Personen negativ beschieden wird, die tatsächlich sogar körperliche Merkmale, also die sich nicht mal nur medizinisch nicht untersuchen lassen. Ja, klar, gehe ich auch von aus. Ja. Danke dann dafür. Wenn es dann noch eine Meldung, möchte ich auch nicht abwürgen. Genau.
Danke. Ja, ich möchte nochmal anknüpfen an die Frage von Henning von Bargen. Also die Politikwissenschaft oder die Soziologie wäre natürlich erstmal ziemlich aufgeschmissen. Also ich arbeite immer mit solchen Zahlen, ja. Und ich kenne das auch aus anderen Ländern. Also da möchte ich jetzt, also meine Frage ist jetzt, zum Beispiel in den USA oder auch in Großbritannien muss man meiner Ansicht nach immer angeben, auch welcher ethnischen Zugehörigkeit man ist und nicht nur das Geschlecht. Ich weiß gar nicht, ob es da eine dritte Kategorie gibt oder eine vierte. Das würde mich jetzt mal interessieren, abgesehen davon, dass ich die Schwierigkeiten für einfach Umfrageforschung und mit diesen Zahlen arbeiten wir ja auch politisch und auch bewegungspolitisch. Die ist mir noch nicht richtig beantwortet worden. Aber jetzt dieses, wie es in anderen Ländern aussieht, das können Sie vielleicht gleich beantworten. Ich weiß, dass es sozusagen in anderen Ländern die ethnische Zugehörigkeit in diversen Fragebögen abgefragt wird. Aber es kontrolliert ja niemand, ob das so stimmt. Sondern die Person, also und wenn, dann würde ich sagen, adressiert man ja auch bestimmte Erwartungen, beispielsweise ja sozusagen über die Hautfarbe oder ähnliches. Ich nehme an, also sozusagen trotz allem sozusagen wird kein Register geführt, in dem die ethnische Zugehörigkeit sozusagen aufgehoben wird und angekreuzt wird bei Geburt. Es wird kein Baby auf dieser Welt geboren, wo dann entschieden wird, dieses Baby ist behindert und bekommt einen Behinderteneintrag oder bekommt einen weiß ich nicht, ethnische Herkunft da und daher, sondern das sind Selbstbezeichnungen, die dort abgefragt werden und das kann man meines Erachtens so auch halten. Es ist ja sogar so, meines Erachtens, dass in Vereinigten Königreich mittlerweile die Religionszugehörigkeit sozusagen zu, ich weiß gar nicht, klingonisch tatsächlich möglich ist, weil sozusagen so viele Leute klingonisch angegeben haben, dass prozentual das jetzt notwendig wurde, dass diese Kategorie eröffnet wurde, sodass es Formulare gibt, wo man tatsächlich klingonisch ankreuzen kann. Also ich glaube sozusagen, trotzdem gibt es natürlich in den Vereinigten Königreich sozusagen nachweisbar Patriarchat. Ja. Gut, also noch ein Wortbeitrag, da muss ich leider dieses Thema etwas abwürgen. Ja, wir haben ja noch mehrere Tage, können darüber weitersprechen, damit wir das dritte Thema dann auch noch machen können. Aber erstmal dazu. Ja, ich wollte nur zu bedenken geben, dass möglicherweise die Statistiken vielleicht sogar noch besser werden, wenn wir den Leuten ermöglichen, sich selbst zuzuordnen, weil wir möglicherweise jetzt gar nicht erfassen, wer aufgrund gender non-conforming Körperlichkeit oder Verhalten oder Identifizierung auch von exkludierenden Erwartungen betroffen ist und eigentlich auch möglicherweise förderungswürdig wäre oder schutzbedürftig wäre. Insofern glaube ich, können wir eigentlich nur gewinnen, wenn wir differenzierter werden und genauer hinsehen und eben nicht sozusagen einfach übernehmen, was der Gesetzgeber fordert, was mit dem Stempel sozusagen im Personenstandseintrag steht, sondern gucken, wo haben die Leute wirklich ihre Probleme mit dem Geschlecht und den Erwartungen, die aufgrund ihrer Geschlechtszuschreibung an sie gerichtet werden. Schön, genau. So, dann kommen wir zum dritten Abschnitt unseres heutigen Vormittags. Wir werden heute über Gender und Asyl noch reden, etwas hören. Dazu wird Nora Marquardt das Input geben. Nora Marquardt ist Juniorprofessorin an der Universität in Hamburg. Sie ist unter anderem Mitglied des Netzwerks Migrationsrecht und der European Commission of Sexual Orientation Law und seit neuestem Refugee Law Clinic an der Uni Hamburg. Ihre Forschungsschwerpunkte, die mit einer Vielzahl von Publikationen begleitet werden, liegen im Völkerrecht, Migrationsrecht und Legal Gender Studies. Ihre Promotion, und das führt dann gleich auch in ihre Thematik ein, hatte das Thema Herausforderung an die Flüchtlingskonvention, Gewalt gegen die Zivilbevölkerung in den neuen Kriegen. Ja, ich übergebe das Wort. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass ich bei dieser, finde ich, sehr schönen feministischen Sause dabei sein kann. Es reicht ja nicht, dass es einmal im Jahr den feministischen Juristinnen-Tag gibt. Es muss viel, viel mehr Orte für Feministinnen geben, sich auszutauschen. FeministInnen, by the way. Ich spreche heute zu Ihnen und euch über das Subjekt des Asylrechts, wie weiß, männlich, hetero das eigentlich ist. Und ich möchte drei Bereiche ansprechen,
nämlich erstens die Anerkennung, zweitens die Unterbringung und drittens den Zugang. Und ich werde jeweils dann die Forderungen auch in Bezug auf diese Bereiche formulieren, die ich vorschlagen würde. Zunächst also zur Anerkennung. Zentrales Instrument auf völkerrechtlicher Ebene ist die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Endlich ein universelles Instrument für alle Flüchtlinge, nicht mehr diese Ad-hoc-Anerkennungen. Und die Genfer Flüchtlingskonvention ist verabschiedet worden als bindendes Instrument nur 3 Jahre nach der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Noch nicht bindend, aber eben Ausgangspunkt für die ganzen Menschenrechtskonventionen, die wir heute kennen, die eben bindende Rechtsinstrumente sind. Und diese allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die war eben nicht nur neutral und zwar explizit neutral formuliert. So heißt es zum Beispiel in Artikel 1, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Auf Englisch war es eben all human beings. Die meisten Verfassungserklärungen zum Beispiel waren bis dahin all men. Eleanor Roosevelt, die damals maßgeblich an der Erarbeitung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte beteiligt war, hat gesagt, sie hätte sich da mit ihren Kolleginnen besprochen und sie hätten beschlossen, if we say all men, when we get home, it will be all men. Also neutrale Formulierungen. Aber damit haben sie natürlich sich nicht zufrieden gegeben, der neutralen Formulierung, sondern sie haben auch dafür gesorgt, dass es eine Antidiskriminierungsklausel in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte gibt und dass dort der Diskriminierungsgrund des Geschlechts aufgeführt ist. So, ja, in der Flüchtlingskonvention haben die hohen Vertreter das leider nicht mitgedacht, so wie die coolen Feministinnen bei der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Die waren nämlich leider nicht mit am Tisch, als die Genfer Flüchtlingskonvention ausgehandelt wurde. Flüchtling ist nach der Definition der Genfer Flüchtlingskonvention nämlich, wer Verfolgung aus einem oder mehreren von 5 Gründen fürchten muss. Und ich vereinfache das ein bisschen, es gibt noch ein paar mehr Kriterien, aber das sind die Hauptkriterien, Verfolgung wegen eines dieser Gründe. Und das sind Rasse, Religion, Nationalität, politische Überzeugung und Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe. Was auch immer das ist, das war ein neuer Begriff, der damals eingeführt wurde. Die alerte Feministin merkt sofort, Geschlecht fehlt. Problematisch war zusätzlich ein Verständnis, das damals noch vorherrschend war und das sich in Deutschland sogar bis 2005 halten konnte, nämlich Verfolgung, das ist Ausgrenzung durch den Staat. Das heißt, Verfolgung findet statt in der öffentlichen Sphäre und das ist die öffentliche Sphäre, das wissen wir natürlich auch, ist die Sphäre, die immer mit dem Männlichen assoziiert wird, während eben das Private mit der Frau assoziiert wird und sozusagen dieses männlich-weiblich entsprechend aufgesplittet ist und dem Öffentlichen und Privaten zusortiert ist. Also paradigmatisches Subjekt des Flüchtlingsrechts war ganz lang der politisch aktive Mann in der öffentlichen Sphäre, der Mann, der sich bewegt, der durch den Staat verfolgt wird, unterbelichtet demgegenüber diskriminierende Menschenrechtsverletzungen im Privaten, zum Beispiel durch Familienangehörige, zum Beispiel durch den Ehegatten, und aber auch sexualisierte Gewalt, die noch viel zu oft als privater Übergriff verstanden wurde, und zwar selbst, wenn sie durch Amtsträger begangen wurde. Das hat sich geändert. Hier sind wir weiter. In Deutschland leider erst seit 2005. Das musste erst unionsrechtlich verbindlich werden, damit wir das in Deutschland endlich auch kapiert haben. Aber eben international schon seit den 90er Jahren. Und das ist ein sehr, sehr großer feministischer Erfolg. Und wir sind auch hier, um uns zu loben, hoffentlich, im 21. Jahrhundert. Die Kampagne Frauenrechte sind Menschenrechte war eine feministische Kampagne, die dafür gesorgt hat, dass Menschenrechte auch in der privaten Sphäre Rechtsgeltung haben, dass der Staat eben eine Schutzpflicht auch gegen Gewalt von privater Seite hat. Und sie haben dafür gesorgt, dass sexualisierte Gewalt heute nicht mehr nur als privater Übergriff verstanden wird, sondern dass auch bekannt ist, dass sie ein staatliches Instrument sein kann, zum Beispiel ein Mittel der Kriegsführung. Im Flüchtlingsrecht hat sich das auch tatsächlich in zweierlei Hinsicht dann niedergeschlagen. Einerseits über die Anerkennung sexualisierter Gewalt als Verfolgung, denn die Verfolgung knüpft an die Menschenrechte an, also eine Menschenrechtsverletzung von gewisser Intensität wird als Verfolgung anerkannt und inzwischen eben sexualisierte Gewalt auch. Und sexistische Diskriminierung wird inzwischen als Verfolgungsgrund anerkannt, und zwar über diese komische offene Kategorie der bestimmten sozialen Gruppe. Geschlecht ist eine bestimmte soziale Gruppe, das ist inzwischen durchweg anerkannt. Das wurde auch ausgeweitet auf andere Dimensionen von Vergeschlechtlichung.
auch Transpersonen und Interpersonen sind als bestimmte soziale Gruppe anerkannt worden. Und auch die sexuelle Orientierung wird inzwischen anerkannt. Ein großes Problem war, bis jedenfalls im europäischen Bereich, bis vor kurzem, dass von gleichgeschlechtlich orientierten Personen zum Teil erwartet wurde, dass sie ihre sexuelle Orientierung dadurch verbergen, dass sie öffentlich nicht bekannt werden lassen, dass sie im Closet leben sozusagen, im Schrank, im Geheimen, dass sie sich nicht outen, dass sie im Privaten, nicht in der Öffentlichkeit, ihre geschlechtliche Orientierung ausleben. Der Europäische Gerichtshof hat 2013 jedenfalls im europäischen Raum dieser Auslegung ein Ende bereitet und hat gesagt, wir können nicht verlangen, dass die Leute im Closet leben, um Verfolgung zu entgehen, mal ganz abgesehen davon, dass der Closet natürlich kein sicherer Raum ist. Also könnte man doch eigentlich sagen, ist alles super, oder? Es hat sich wirklich richtig viel getan, wir haben total viel erkämpft, eigentlich können wir uns jetzt mal beruhigt zurücklehnen. Das ist natürlich nicht so. Wenn wir jetzt zum Beispiel nochmal uns näher dieses Problem angucken mit der Verfolgung wegen der sexuellen Orientierung. Das Problem, das natürlich als nächstes kommt, ist, ich beantrage Asyl, weil ich sage, ich werde wegen meiner sexuellen Orientierung verfolgt. Dann sagt es die Behörde natürlich als erstes, jetzt müssen wir erstmal gucken, ob sie überhaupt schwul sind oder lesbisch. Wie finden wir das denn raus? Da fragen wir sie mal ganz intime Fragen. Da hat der EuGH tatsächlich auch nochmal wunderbar gesagt, nein, so eine Befragung muss die Menschenwürde wahren. Wir können da nicht alles Mögliche fragen. Das reicht aber nicht. Denn auch trotzdem haben Personen in diesen Anerkennungsverfahren mit Stereotypisierung und Kulturalisierung ihrer sexuellen Orientierung zu kämpfen und haben zum Teil Probleme damit, dass sie nicht zu den Erwartungen passen, die die Behörde an eine richtige Lesbe haben oder einen richtigen Schwulen. Oder an einen richtigen arabischen Schwulen, wie der wohl ist. Meine Forderung daher, wir brauchen bei der Anerkennung Raum für nicht konforme Identitäten und Orientierungen. Und entwickeln können wir das darüber, dass wir ein nicht essentialistisches Verständnis von Diskriminierungskategorien entwickeln. Indem wir sagen, das Problem ist nicht, dass ich zu der Gruppe gehöre, die verfolgt wird, also ein enger Gruppenbegriff, bei dem immer welche draußen bleiben, sondern sage, das Problem ist, dass ich, jedenfalls nach Sicht des Verfolgers oder der Verfolgerin, nicht zu den Erwartungen passe, die an die Gruppe gestellt werden, der ich zugeordnet werde. Die möglicherweise existiert, möglicherweise aber auch nicht, je nachdem, welchen Geschlechtsbegriff man hat. Das heißt, ein enger Begriff, aus dem ich draußen bleibe. Und damit bin ich im Grunde offener und muss nicht selber dazugehören, sondern meine Nichtzugehörigkeit zu dem Set an Erwartungen ist das Problem, wegen dessen ich ausgegrenzt werde. Das zweite Problem ist, gut, geschlechtsspezifische Fluchtgründe werden inzwischen geschützt, aber werden die Frauen auch wirklich gesehen im Asylverfahren? Wir haben die rechtliche Institution des Familienasyls, also wenn eine Kernfamilie kommt und eine Person anerkannt wird, kriegen die anderen automatisch auch Asyl. Das ist natürlich dann problematisch, wenn man aufgrund der patriarchalen Vorstellungen, Haushaltsvorstand, paradigmatisches Flüchtlingsrechtssubjekt Mann, vor allem den Mann der Familie als Asylberechtigten im Auge hat. Der kann aber möglicherweise, weil er an Kampfhandlungen teilnehmen musste, was zum Beispiel eine geschlechtsspezifische Verfolgungshandlung sein kann für Männer, dass er dadurch daran teilnehmen musste und da möglicherweise in Kriegsverbrechen verwickelt war. Dann ist er vom Flüchtlingsstatus ausgeschlossen. Es kann auch sein, dass zum Beispiel seine Schutzbedürftigkeit irgendwann endet. Das hat natürlich dann auch Effekt auf die Schutzbedürftigkeit der Personen, die Familienasyl bekommen haben. Meine Forderung also, auch hier müssen wir genau hinsehen. Wir müssen jede Person einzeln prüfen. Und das setzt natürlich voraus, dass wir auch getrennte Befragungen durchführen und dass diese Befragungen durch sensibilisiertes Personal durchgeführt werden, dass möglicherweise, mindestens wenn die Personen das wünschen, dasselbe Geschlecht haben wie die befragten Personen. Und das muss auch für die Dolmetschenden gelten. Und dies muss natürlich in sicherer Umgebung stattfinden, wo ich keine Sorge haben muss, dass bekannt wird, was ich da erzähle, was möglicherweise meine Familienangehörigen gar nicht wissen, was mir passiert ist. So, aber die Gefahren hören natürlich nach der Flucht überhaupt nicht auf. Und wir befinden uns hier jetzt bei den Forderungen fürs 21. Jahrhundert bei einem ganz alten feministischen Thema, nämlich sexualisierte Gewalt.
Gewalt und Belästigung in Flüchtlingsunterkünften nehmen zu. Das ist ein Problem natürlich grundsätzlich mit der Enge, wenn ich in einem Zelt mit 100 Personen untergebracht bin, aber auch wenn ich meine Dusch- und Waschräume zum Beispiel nicht abschließen kann. Das ist Gewalt gegen Frauen und junge Mädchen, aber mir auch zuletzt bekannt geworden, gegen Transpersonen, eine Transfrau zum Beispiel, die in München in einer Aufnahmeeinrichtung war und dort in Gefahr war. Dass das ein Problem ist, das wissen wir schon lange. Zum Beispiel gibt es einen Bericht des BMFSFJ zur Situation von Frauen 2004, das sich auch der Situation von Flüchtlingsfrauen zuwendet. Das hat mir meine tolle Mitarbeiterin Valerie Suhr rausgesucht. Vielen Dank. Da steht drin, 25% der geflohenen Frauen haben sexualisierte Gewalt erlebt. Über 50% haben körperliche, sonstige Gewalt erlebt, 79% auch psychische Gewalt, und zwar vor der Flucht, auf der Flucht und nach der Flucht. Denn die TäterInnen sind zum Teil die eigenen PartnerInnen, andere Flüchtlinge, aber auch das Personal der Unterkünfte und natürlich auch Fremde. Das Problem ist aber, wenn ich in einer Flüchtlingsunterkunft untergebracht bin, kann ich das Gewaltschutzgesetz nicht nutzen. Ich kann die Person nicht wegweisen. Ich bin ihr immer wieder ausgesetzt. Es gibt auch... Ich habe natürlich einen Anspruch, wenn ich traumatisiert bin durch sexualisierte Gewalt, auf besondere medizinische Versorgung. Es gibt aber kein systematisches Screening für solche Schutzbedürftigkeit, obwohl das nach der unionsrechtlichen EU-Verfahrensrichtlinie, Asylverfahrensrichtlinie, vorgeschrieben ist. Und ich sehe auch ein Problem darin, dass in der öffentlichen Debatte inzwischen ethnisierte und religiös begründete Zuschreibungen an junge Männer aus dem arabischen Raum stattfinden, die ja so patriarchal sind und in den Unterkünften natürlich dann die Frauen weiter unterdrücken, wie sie das ja sonst immer auch machen. Dagegen müssen wir uns als Feministinnen, als intersektional informierte Feministinnen, wehren, denn sexualisierte Gewalt ist kein orientalisiertes Thema, kein Thema, was anderen zuzuschreiben ist, das ist ein Querschnittsthema. Das ist ein gesellschaftliches Thema, mit dem haben wir alle zu tun. Natürlich müssen wir Frauen und Kindern die Möglichkeit geben, getrennt und geschützt untergebracht zu werden, mindestens wenn sie es wollen. Frauen haben natürlich nicht nur ein Problem mit Gewalt, sie sind möglicherweise auch, haben Probleme vor anderen, ihre Kinder zu stillen. Sie möchten vielleicht mal ihr Kopftuch abnehmen, was sie in Räumen, gemischtgeschlechtlichen Räumen nicht machen wollen. Wir brauchen auch eine zweite Forderung, systematisches Screening nach Schutzbedürftigkeit, wie es eben auch unionsrechtlich vorgeschrieben ist. Aber drittens, wir müssen natürlich auch die Unmenschlichkeit von Massenunterbringungen allgemein thematisieren. Es geht nicht nur um Frauen, es geht auch um Frauen. Das setzt aber natürlich alles voraus, dass ich überhaupt kommen kann. Und das Recht begrenzt natürlich die Zugangsmöglichkeiten zu diesen Schutzräumen, die wir in Deutschland bieten, so unsicher sie auch immer noch sind. Und auch das ist ein Thema, bei dem Geschlecht eine große Rolle spielt. Weltweit sind zwar gleich viele Männer und Frauen auf der Flucht, das heißt immer 80% Frauen und Kinder. Frauen sind aber auch Erwachsene und sind 50% Männer, 50% Kinder, 50% Frauen, sorry, und einige davon sind minderjährig. In Europa kommen aber nicht 50% Frauen an, sondern 70% Männer. Und die Gründe haben natürlich auch was mit Geschlecht zu tun. Frauen sind wegen Kindern weniger mobil, weil ihnen die Kinderversorgung in der Regel obliegt. Flucht ist teuer, Frauen haben aber oft weniger Zugang zu Geld. Männer gelten natürlich wegen ihrer Ernährerrolle und vielleicht auch wegen der ihnen zugeschriebenen Körperkraft als erfolgversprechender. Sie können die Familie dann nachholen. Und Flucht ist natürlich gefährlich. Sie ist lebensgefährlich für alle, die übers Mittelmeer kommen. Frauen sind aber zusätzlich auch oft noch von Verschleppung oder Vergewaltigung bedroht. Das Problem ist aber natürlich, bleiben ist auch gefährlich. Auch dort drohen Frauen Gefahren und inzwischen sind eben auch immer mehr alleinstehende Frauen und Kinder auf der Flucht. Das heißt, meine letzte Forderung, wir müssen sichere Zugangswege schaffen. Danke. Ja, vielen Dank. Ein weiteres wichtiges Thema. Ich muss ein bisschen auf die Tube drücken. Unterhalten Sie sich kurz und wir steigen in die Diskussion ein. Thank you.
So, das Murmeln wird etwas leiser. Ich habe gemerkt, dass ich eine halbe Stunde mehr Zeit habe, als ich gedacht habe. Also ich muss nicht ganz so auf die Tube drücken. Das finde ich auch sehr schön. Wir haben wirklich drei ganz, ganz interessante Themen gehabt. Wir bleiben jetzt kurz nochmal bei der Thematik Asyl und möchte gern da die Diskussion eröffnen. Und ich denke, am Ende können wir dann nochmal so ein kurzes Resümee von den Inputgeberinnen ziehen lassen. Ja, zu ihrem Thema, zur Gesamtthematik und so weiter. Gut, also gibt es Anregungen, Ergänzungen, Widersprüche aus Ihrem Kreis zu dem gerade vorgetragenen Thema, ja, Situation der Flüchtlinge, Zugang und so weiter? Ja, da sind zwei Meldungen. Ja, also ich fand das jetzt sehr schön sozusagen auch als Kontrapunkt und mir sind einige Sachen jetzt vielleicht auch klarer geworden. Also einerseits haben Sie ja jetzt bei der Asyldebatte und bei dem Asylgrund geschlechtliche Orientierung oder sexuelle Verfolgung die Kategorie Geschlecht wieder ganz nach vorne gerückt. Und es werden eben Frauen vergewaltigt. Und Frauen sind anders bedroht und anders schutzbedürftig, wenn sie fliehen. Und trotzdem sind wir natürlich sehr dafür, dass sozusagen die Geschlechtlichkeit aufgelöst wird. Und ich habe mir jetzt überlegt, dass es eigentlich vielleicht diese beiden Bereiche gibt. In der theoretischen Debatte bin ich sehr dafür, die Geschlechtlichkeit zu verflüssigen und nicht zu vereinseitigen und von der Binarität wegzukommen. Aber für die Politik und für die Konsequenzen, die Geschlechtlichkeit immer noch in der Realität hat, bin ich sehr dafür, dabei zu bleiben. Und ich bin auch sehr dafür, dass wir sagen, Frauen werden von Gewalt anders und massiver bedroht als Männer. Im Bewusstsein, dass es diese Flüssigkeit gibt. Aber zum Beispiel die Europäische Menschenrechtskonvention hat ja jetzt auch eine Konvention gegen Gewalt an Frauen herausgebracht. Und die hatten genau die Diskussion, ja, warum nicht häusliche Gewalt oder familiäre Gewalt oder Gendergewalt oder sowas. Aber nein, es heißt Gewalt an Frauen. Und das finde ich auch richtig. Politisch müssen wir diese Konsequenz leider offensichtlich immer noch ziehen. So, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass ich zunehmend besorgt bin über potenzielle Gefahren auch, die in diesen beengten Aufenthaltsorten für Asylbewerber existieren. Und ich finde, wir müssten auch als Feministinnen schon darauf hinweisen dürfen, dass es da auch möglicherweise Gefahren für Frauen und Kinder gibt. Ich bin in der Ausbildung von Sozialarbeiterinnen und ich hatte gerade letzte Woche eine Diskussion, wo eine türkische Sozialarbeiterin mir gesagt hat, sie ist entsetzt über das Frauenbild, was sie von Landsleuten berichtet bekommt. Und sie ist sprachlos darüber und sie sagt, wir müssen doch da auch prophylaktisch was tun. Da würde ich gerne auch Ihre Meinung zu hören. Ja, das, was Sie angesprochen haben, das Thema Gewalt gegen Frauen, da bin ich, glaube ich, ganz bei Ihnen. Ich würde gerne Judith Butler zitieren, wenn mir das Zitat noch genau einfallen würde. Ich glaube, der Anfang fällt mir nicht ganz genau ein. Sie hat, glaube ich, gesagt, wir müssen sozusagen für die Rechte von Frauen kämpfen, aber wir müssen nicht wissen, wer sie sind. Und wir können natürlich gegen gesellschaftliche Strukturen uns wenden, die Personen, die als Frauen wahrgenommen werden, wenn man es mal so offen formulieren wird, Frauensternchen, die diese Strukturen adressieren. Die Frage ist nur, ob wir rechtliche Strukturen schaffen müssen, die zusätzliche Erwartungen an diese Personen richten, gegen die sie sich möglicherweise auch noch wehren müssen. Und da würde ich sozusagen versuchen, die Grenze zu ziehen und zu sagen, natürlich müssen wir weiter über sexistische Gewalt sprechen, die sich vor allem gegen Frauen richtet
Wir sollten aber natürlich auch sagen, Geschlecht ist was, unter dem leiden nicht nur Frauen, sondern unter dem leiden auch Männer auf andere Weise. Aber auch sozusagen gender non-conforming Männer, die eben als effeminiert wahrgenommen werden, was ja ein abwertender Begriff ist, die haben möglicherweise auch Gewalterfahrungen, die geschlechtsspezifisch sind. Und zwar aufgrund der geschlechtlichen Erwartungen, die an sie als Männer gerichtet werden, denen sie nicht entsprechen. Insofern würde ich sagen, wir können eigentlich immer nur gewinnen, wenn wir genauer hingucken. Das heißt aber natürlich nicht, die Augen davor zu verschließen, dass wir eine hierarchisierte Geschlechterordnung haben, in denen sozusagen das männliche Geschlecht über dem weiblichen Geschlecht steht, was Machtpositionen, was Zugänge und so weiter angeht. Insofern ja, genauer hinsehen. Nein, nicht schweigen über Strukturen, die so sind, wie sie sind. Und ich habe eben versucht, diese Forderung, die ja Johanna Remus formuliert hat, zu sagen, wir müssen eigentlich aufhören, eine Person einem Geschlecht zuzuordnen, das in der Frage des Asylrechts so umzusetzen, dass wir sagen, dass andere Leute mich zuordnen und ich deswegen Gewalt erfahre, das ist das Problem. Ich muss nicht selber auch noch dazu Stellung nehmen, wer ich jetzt eigentlich bin oder nicht. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass ich von Gewalt bedroht bin, aufgrund dieser Strukturen, in denen ich mich bewegen muss. Das Frauenbild von Leuten in Aufnahmeeinrichtungen, dazu kann ich als Juristin jetzt nicht so viel sagen, weil ich eben keine empirische Sozialforschung mache. Ich bin mir sicher, dass da Leute sind mit sehr problematischem Frauenbild. Ich glaube auch, dass wir als Feministin in diesen Aufnahmeeinrichtungen sicherlich viel zu tun haben. Viele Leute sagen, wir helfen Flüchtlingen. Ich würde auch sagen, als Feministin können wir mal gucken, sollen wir vielleicht reingehen und gucken, wie können wir Frauen unterstützen in ihren Kämpfen um Anerkennung, um Freiräume, um Freiheit von Gewalt. Ich würde immer sagen, das Patriarchat muss man bekämpfen, wo auch immer man es trifft. Wogegen ich mich wehren würde, ist zu sagen, das sind halt die Männer aus den Ländern mit dieser Religion und ist ja klar, dass die frauenverachtend sind. Das sind einfach Zuschreibungen, von denen Leute erfasst werden. Ich will jetzt niemandem unterstellen, dass er oder sie das gesagt hat. Ich wollte mich dagegen wenden, was ich zum Beispiel in meiner Süddeutschen Zeitung plötzlich im Kommentarteil lese, also von einem Autor der Süddeutschen Zeitung. Ja, da haben wir jetzt diese ganzen Männer aus diesen Ländern, die alle so patriarchal sind, wo ich denke, sexualisierte Gewalt haben wir auch hier. Gerne können wir über das Patriarchat reden, aber dann bitte über das ganze Patriarchat. Ich wollte gerne im Anschluss an meine Vorrednerin und ihren Beitrag, für den ich Ihnen sehr danke, noch zwei Forderungen sozusagen zusätzlich erheben. Die eine ist tatsächlich eine nach einer viel besseren Datenlage, und zwar geschlechtsdisaggregierte Datenlage. Insofern auch die Verbindung der beiden Vorrednerinnen auf dem Podium. Ich finde das bestürzend, wie schlechte Daten wir haben, wenn man auf die Webseite des Bundesamtes für Migration und Flucht geht. Es ist praktisch nichts nach Sex disaggregiert, außer maximal sozusagen die Gesamtanträge. Also schon alleine, wenn man anfängt, bei den Herkunftsländern zu gucken, da sind die Daten schon nicht mehr disaggregiert. Das heißt, eine ganz zentrale Forderung in der jetzigen Situation muss sein, finde ich, dass die Datenlage sich ganz massiv verbessern muss. Und die zweite Forderung, die ich mir eine Diskussion, die ich mir hier wünschen würde, ist einfach mal internationale Diskussionen und internationale Standards wahrzunehmen im Umgang und in der Versorgung von Flüchtlingen. Das UNHCR sammelt seit Jahren Erfahrungen darin, wie Gender Mainstreaming in der Flüchtlingsarbeit und in der Flüchtlingsversorgung ist, was das bedeutet für Beteiligung von geflüchteten Menschen in Camps, zum Beispiel an der Selbstorganisation, und was da die Situation von Frauen und Beteiligung von Frauen in der Versorgung, in der Selbstorganisation ist. Das sind Diskussionen und Erfahrungen, die hier in Deutschland bisher noch gar nicht wahrgenommen wurden, weil Deutschland sich bisher immer noch als ein Land begriffen hat, wo Flüchtlinge nicht ankommen. Oder ich weiß es nicht, was der Grund dafür ist, aber es gibt international viel mehr Erfahrungen, die sich bisher ihren Weg in die deutsche Diskussion nicht gebahnt haben. Und das würde ich mir wünschen. Kann ich nur unterstützen. Ich würde vielleicht bei der Datenlage ganz gerne noch was dazufügen. Das ist ein super Punkt, den Sie da angesprochen haben. Es gibt zwar international, also UNHCR macht ja auch ein Statistical Yearbook, wo nochmal tatsächlich ein paar mehr Daten drin sind, die auch ein bisschen stärker aufgeschlüsselt sind.
zum Beispiel nach Geschlecht und Alter korreliert und so weiter. Daher wissen wir das zum Beispiel mit den 80% Frauen und Kinder, dass das nicht heißt, dass mehr Frauen fliehen als Männer. Was uns zum Beispiel aber auch fehlt, ist, wie viel Prozent werden eigentlich mit welchem Grund anerkannt? Wir haben eine Differenzierung nach, kriegen die Flüchtlingsstatus, kriegen die subsidiären Schutzstatus oder kriegen die irgendeinen humanitären Status sonstiger Art? Wir wissen aber zum Beispiel nicht, werden sie wegen der Verfolgung wegen des Geschlechts anerkannt? Werden sie wegen der Verfolgung wegen der sexuellen Orientierung anerkannt? Was sind das für Fälle? Sind die möglicherweise noch gar nicht ausreichend in ihrer Komplexität erfasst worden? Wann werden Fälle eigentlich aus intersektionalen Gründen anerkannt? Da kann man keine Forschung betreiben, weil diese Daten gibt es nicht. Und das wäre aus meiner Sicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass wir da genauer hingucken können, damit wir eigentlich mal feststellen können, wie genau arbeitet eigentlich die Behörde. Wir kriegen dann hin und wieder mal so ein Urteil, da steht dann der Sachverhalt drin, was ist der Person denn passiert und was ist hinterher rausgekommen. Aber die Urteile sind ja nur die Fälle, wo die Personen wirklich klagen mussten und nicht auf irgendeine Weise schon Schutz erhalten haben. Deswegen, da fehlen uns tatsächlich Daten, ja. Ja, gibt es noch weitere Wortmeldungen? Das war anstrengend. Gut, dann denke ich, können wir so in die Schlussrunde eintreten. Wir haben jetzt wirklich drei ganz interessante und sehr aktuell auch aufbereitete Themen diskutiert, also Care-Arbeit, Personenstandsrecht und Flüchtlingsrecht, wenn ich das mit diesen drei Stichworten mal benennen darf. Und ich würde gerne alle drei von Ihnen bitten, nochmal auch durchaus zur Gesamtthematik, auch zu Ihrer Thematik, nochmal, was Sie aus der Diskussion mitgenommen haben und so weiter, ein kurzes Schlusswort zu sagen. Gerne gebe ich dann auch nochmal kurz in die Runde. Ansonsten können wir uns danach Kaffee trinkend und so weiter weiter unterhalten. Darf ich bei dir anfangen, Maria? Ja, okay. Ja, mein Schlusswort. Ich habe am Anfang gedacht, wie kriegen wir diese drei Themen wohl zusammen? Die sind ja so unterschiedlich eigentlich. Und jetzt habe ich so in der Diskussion gemerkt, nein, sind sie eigentlich überhaupt nicht. Ne? Das hängt alles hängt immer mit allem zusammen, ist vielleicht ein bisschen platt gesagt. Als Nora gesprochen hat, habe ich an das Interview gedacht von dem Ökonomen Sinn, der dann gesagt hat, wir werden es wieder billiger eine Putzfrau finden. Das war seine Antwort auf die Flüchtlingskrise. Ja, also das fand ich einen unterirdischen Debattenbeitrag, aber ich fand er halt sehr interessant verknüpft, diese Diskurse. Ne? Auf der einen Seite die erwünschte Migration, die aber bitte unsichtbar und prekär stattfinden soll, damit ein Pflegebedarf gedeckt wird, den die Gesellschaft sonst nicht decken möchte oder kann. Und auf der anderen Seite das, was jetzt als Problem konstruiert wird, so wie kommt die Gesellschaft mit diesen Menschen klar, wie integrieren wir sie oder ja, ne, es wird ja sogar schon abgesprochen, ob es überhaupt geht und das finde ich sehr, also das erschüttert mich und ich fand auch jetzt in der Diskussion, das hat mich eigentlich in meiner Meinung bestärkt, dass das 21. Jahrhundert, das ist unser Jahrhundert des Feminismus. Also es geht sowieso nicht mehr zurück. Das Projekt ist ja schon sehr erfolgreich gewesen, kann man sagen, im vergangenen Jahrhundert, ja, was erkämpft wurde, als die ersten Juristinnen den Juristinnenverein gegründet haben, wo sie noch drum kämpfen mussten, dürfen wir Jura studieren und als Rechtsanwältinnen tätig sein. Ne, heute sitzen wir jetzt hier und profitieren von diesem Kampf und jetzt geht's halt weiter. Und da kann man sich doch nur drauf freuen, oder? Ja, da fällt es natürlich schwer, noch was hinzuzufügen. Auch ich bin sehr dankbar um die feministischen Kämpfe, die es im 20. Jahrhundert gegeben hat und freue mich auf die des 21. Jahrhunderts und glaube, dass eben dieses genauere Hinschauen und das stärker auch sozusagen intersektional Denken uns auch da tatsächlich sehr viel weiterbringen wird. Ja, ich glaube tatsächlich, dass die feministischen Kämpfe des 21. Jahrhunderts vielleicht neue sein werden, zum Teil. Ich glaube aber, dass wir die alten Kämpfe weiterführen müssen und dass wir nicht aufhören dürfen,
dort immer wieder darauf zu bestehen, dass uns das nicht weggenommen wird, was wir haben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man beides gleichzeitig macht. Denn wenn wir sagen, wir wollen an Geschlecht nicht mehr anknüpfen, können wir natürlich nicht aufhören, die Erfolge zu verteidigen und die noch ausstehenden Erfolge einzufordern, die wir als Frauen gegen geschlechtsspezifische Unterdrückung und Ausgrenzung weiterhin brauchen. Insofern glaube ich, sind die sozusagen die Queerung und die Intersektionalisierung von Geschlecht befähigt, uns Frauenbewegungen zusammenzuführen, Frauenbewegungen auch zu verknüpfen mit anderen geschlechtsbasierten Forderungen und eine breitere Solidarität zu entwickeln und vielleicht auch noch mal radikaler, und damit meine ich stärker an die Wurzel des Problems ranzugehen und eben zu sagen, Geschlecht ist eine Struktur, die erfasst uns alle, die erfasst nicht nur uns Frauen, sondern die wirkt durch die gesamte Gesellschaft und immer wieder auch in Verbindung mit anderen gesellschaftlichen Strukturen. Und wenn wir so gestärkt in unsere Kämpfe ziehen und noch mehr werden durch diese Solidarisierungen, dann können wir eigentlich nur noch schlagkräftiger werden. Jedenfalls, wenn wir unsere Wurzeln nicht vergessen. Insofern als Juristin kann ich mich wirklich darüber freuen, dass ich wahnsinnig viel getan hat. Wenn ich mir das Familienrecht von 1900 angucke und das Familienrecht von heute, hat sich irre viel getan. Das heißt nicht, dass nichts mehr zu tun ist. Insofern müssen wir auch als Juristinnen weiter daran kämpfen und darauf Einfluss nehmen. Wir brauchen aber natürlich weiterhin auch den gesellschaftlichen Druck. Das reicht nicht, dass wir Feministinnen jetzt auch in der Rechtswissenschaft auch in einigen, manchen kleinen Führungspositionen vielleicht sogar angekommen sind. Wir brauchen die Unterstützung von der Bewegung draußen. Wir brauchen auch den Druck und den Ärger von draußen, die uns weiterdrängen und die uns in Frage stellen und die sagen, das, was du feministisch findest, finde ich total unmöglich. Sorry, mein Feminismus ist ein anderer. Also wir müssen uns auch weiter streiten bei aller Solidarität. Integration, vielleicht Maria, um nochmal gerade darauf anzusprechen. Ich glaube, das ist natürlich auch nochmal eine große Chance für uns Feministinnen zu sagen, was ist denn die Situation von den Frauen, die jetzt hier bei uns ankommen? In welchen Verhältnissen leben sie familiär? Welche Zugänge haben sie zu Ausbildung, die sie vielleicht in ihren Herkunftsländern nicht hatten oder nicht so hatten? Wie können sie in Arbeitsmöglichkeiten integriert werden, die vielleicht gerade nicht prekär sind? Und wie können wir da sozusagen verhindern, dass die möglicherweise sogar ausgebildeten Frauen dann unsere neuen Putzfrauen werden, sondern eben die Möglichkeiten ausnutzen können, die wir ihnen als Gesellschaft eigentlich bieten können, wenn wir denn wollen? Gibt es noch Anmerkungen aus der Runde? Dann bleibt mir nur meinen drei Partnerinnen zu danken. Maria Versig, Johanna Remus, Nora Markart. Ich denke, ihr habt das sehr, sehr gut bereichert. Aber auch vielen Dank für die sehr kompetenten Wortbeiträge. Wir können in die Pause gehen. Und ich denke, wir haben eine gute Grundlage geschaffen, um die nächsten Tage weiterzuführen.